Willkommen zum Skype-Showdown Nummer 18 am Schweizer Football-Podcast auf Gehr heute mit dem Coach Robin Haas. Coach, willkommen zur zweitletzten Show bereits. Salut miteinander. Ja, schon die zweite, so schnell ist es gegangen. Ich kann mich noch erinnern, was die erste war, Preseason-Show. Ja, wir haben jetzt noch viele Wochen vor uns, was passiert bis dann. Und jetzt, zack, schon da, zweitletzte Show. Und ja, heute gibt es einiges zu bereden, ein bisschen mehr als letztes Mal. Es war ein interessantes Wochenende und ein lässiges Wochenende, was Football anbetrifft, viel Überraschungen. Mein Rekord ist jetzt leider runtergegangen mit ein paar Niederlagen, und das reden wir noch. Und dann, ja, happy to be here. Sehr schön, wir sind auch froh natürlich, dass du dabei bist, weil jetzt gehen wir wirklich ans Beef, jetzt kommen alle Entscheidungen und so weiter, bevor wir aber in die Schweiz kommen, also in die Schweizer Meisterschaft kommen, gehen wir einmal noch in den internationalen Football, dort war nämlich die Schweiz auch dabei gewesen, immer noch. Jetzt, wo die Sendung rauskommt, am Dienstag ist wahrscheinlich das zweite Spiel gegen Tschechien bereits gespielt. Das erste Spiel, auf das vielleicht möchten wir schnell eingehen, am Wochenende, die Schweiz gegen Deutschland, am Samstag ist es gewesen, 78-9 Klatscher, anders kann man es sogar nicht sagen, oder? Ah, das tut schon weh, oder? Wenn man das so anschaut oder auch das Resultat hört, das ist man am Welten davon entfernt. Ja, also Chance hat man nicht gehabt. Ich meine, viele haben so gelogen, schon Stream gekommen, genau, eine Weile lang zugelogt. Deutschland ist zu hoch, die müssen im CS in der Schweiz mit Streit gehabt, mit dem IFAF, und ein paar Mal mitgemacht haben, sind sie ins C, aber die Schweiz spielt in der deutschen Liga. Man hat gewusst, dass man nicht gewinnen kann, das ist David gegen Goliath, das ist klar. Aber ja, das so hoch, ja, das ist natürlich schon brutal. Ich meine, Schachai und so haben auch müssen gegen spielen und haben nicht so hoch verloren. Die Schweiz ist halt, mit den Junioren haben wir es auch schon anders gehabt, aber das Mal ist halt schon anders. Es ist ein bisschen sehr anders organisiert, eben mit einer sturen Mentalität. Jetzt, ich meine, man hat einfach 3 Wochen vor Saisonbeginn hat man noch Camper gesetzt. Und wir haben zum Beispiel jetzt bei Basel, haben wir auch 7 Spiele gehabt, in all denen, ich weiß nicht, ob es der Cup geschafft hat, ein paar schon, weil ein paar sind sehr gut, aber die sind auch in den Vorausscheidungen gewesen. Und dann hat es plötzlich geheißen, ja, es geht jetzt noch Camp. Und wir haben auch ein Camp. Und dann habe ich meinen Jungs gesagt, los, ich möchte euch nicht sagen, ich gehe nicht ins Camp, ihr könnt selber entscheiden. Ich möchte einfach nochmal erwähnen, ich bin einer von denen, der meiste Nazi-Spiele hat. Ich habe im 94 das erste Nazi-Spiel gehabt und im 2010 das letzte. Also könnt ihr selber ausrechnen, wie viele Jahre Nazi gespielt haben. Aber ich habe ihnen gesagt, wir müssen selber wählen, aber unsere Saison fährt in 3 Wochen an. Und erstens mal, wie gescheit ist es, 3 Wochen vor Saisonbeginn ein Camp anzusetzen? Und das Gleiche ist, andere Spieler sind dann nicht gewesen und auch nicht gegangen. Und ein paar sind dann gegangen und haben ein gutes Camp gehabt. Meine sind nicht gegangen und sind dann alle nicht mehr berücksichtigt worden. Also schon mal das sture Denken. Der Quarterback, der Silvano Romagna, ist sehr ein guter Quarterback. Sein Backup ist der Backup von Thun. Quarterback. Also der Backup-Quarterback von Thun ist auch der Backup in der Nationalmannschaft. Was ich einfach will damit sagen, wir haben die letzten paar Wochen so viel mal angesprochen, wie gut der Robin Zenrich ist, wie gut der Lloyd ist. Paul kann ich nicht erst Deutsch, aber auch sonst hat es noch gute Quarterbacks. Und dann auch andere Leute, wenn man Broncos anschaut, was die an Receivers haben und Sachen, und eben auch Basel und andere Teams, die sind alle nicht dort. Also bei den Broncos, um das gerade ansprechen, eben, das ist genau der gleiche Fall. Es ist kein einziger Spieler in der Nationalmannschaft, in dieser Mannschaft gewesen. Das war immerhin der Meister gewesen letztes Jahr. Und eben hat ihn auch schon Spieler gehabt. Und wenn, also, eben, das war sehr unglücklich gewählt gewesen, das Camp dort vor Saisonbeginn. Und es fragt sich dann einfach, sind wir mit der besten Mannschaft der Schweiz dort gewesen? Nein, wie weiter nicht. Und du tust schon auf dem Core von den 0-3er aufbauen, von den Seniors, die im letzten Jahr sind. Und die sind, von Basel und von Broncos, sind die im Finale gewesen 2021. Und auf diese Spieler hat es nicht ein einziger dabei gehabt, von Swiss Bowl 21, also von diesen guten 0-3er. Und vom Halbfinalist Zürich auch nur eine Handvoll. Und schon gut, aber eben auch nicht allzu gut. Und ich frage mich einfach, wieso schaffen es die anderen Nationen? Und ich kenne jetzt zum Beispiel den Coach von Deutschland und so, kenne ich auch, oder Jochen und all die. Und die haben gesagt,
Es gibt keine Camps in der Nazi-Drehwoche vor Saison, weil man hat so viel genug Zeit. Schau jetzt, nächstes Jahr ist zwar lang gegangen, Saison, aber du hast ja trotzdem noch Zeit gehabt. Und auch im Januar, Februar haben sie auch Camps gehabt. Und unsere Spieler sind alle dort gegangen, auch Broncos-Spieler sind in die Camps gegangen, ein paar von denen. Und ich sage, das Ding, die 3 Wochen vorher, hat das tötet das Ganze, ganz Vibe. Und die Sturheit der Coaches war einfach sagen, nein, die sind dort nicht gekommen, die spielen nicht in einem Camp. Dann setzen doch nicht das Camp 3 Wochen vor. Ich meine, das ist in der 2. Woche März gewesen, das Camp, oder in der 1. Woche. Und die Saison geht Ende März los. Ein paar haben am 21. März das erste Saisonspiel gehabt. Und der Coach John von Bern hat ihnen Spielern auch gesagt, sie haben auch Camp gehabt, nur zum sagen, sie haben auch Camp gehabt, und auch gesagt, entweder da oder wählen selber. Und viele sind dann Nazi gegangen, zum Glück, weil sonst hätten sie jetzt nicht mal mehr die Berner, wegen der Sturheit, dann hätten sie die Berner rausgebracht. Und ich finde einfach, das ist sehr, sehr schlecht. Ja, wenn man schaut, Dänemark hat Frankreich geschlagen. Frankreich ist eine Macht im Fußball. Das war AEM, oder? Und das ist in der AEM, nicht in der C-Gruppe, ja, Entschuldigung. Und wenn man dort schaut, wie der Rasmus und der von Dänemark das aufbaut, dort ist es dann einfach schrittweise immer wieder. Und ihn sehe ich auch an einem Spiel, am Schauen und am Machen. Und, oh, der ist gut, der laden wir ein. Kusch vorbei und nicht Tryouts und vor die Yards rennen und Ding und dann schnell, den nehmen wir. Sondern der kann etwas auf dem Feld. Ich habe den Head Coach von der U19 noch nie ein U19-Spiel gesehen. Ja, sicher schaut das wahrscheinlich auf Huddle an und so, aber ein Head Coach geht am Match schauen und machen und da und nicht nur an Tryouts. Es tut mir leid, das ist ja so. Das Gleiche gilt für das First Team, für Chris Winter. Da muss man einfach ans Spiel gehen, nicht alles nur ans Huddle denken und dort schauen und selber sehen, wie bewegt er sich, wie macht er und dort und nicht alles an einem Camp anschliessen. Darum hinken wir hinterher. Ich möchte nur noch mal sagen, die Schweiz als Nation gesehen, mit Kalander Broncos und anderen, von den Herren, wir hinken diesen Ländern nicht nach. Oder? Also, es gibt mehrere Juniorenteams in der Schweiz, die schon deutsche GFL-Juniorenteams geschlagen haben. Mehrere. Und ja, da muss man sich einfach fragen, wieso wir nicht so vorbereiten wie andere und dann eben gerade so tun. Nein, die wollen wir nicht mehr, die tun wir raus. Ich muss jetzt keinen Namen nennen, das wäre ja blöd, aber ja, es wird auch gegen Tscherei, sage ich jetzt schon, das wird kein Sieg geben. Ich meine, wie gesagt, das Programm wird jetzt auch vorher aufgenommen, aber das tun jetzt schon prädikt, dass das kein Sieg gibt. Und ich möchte es noch gönnen, weil ich kenne sehr viel von den Junioren dort spielen und ich würde das dann sehr gönnen, aber so wie wir das strukturieren und machen, also das geht einfach nicht. Das ist einfach fast nicht möglich, gell? Also und dann auch noch der U19, zum Beispiel der U19-Coach ist jetzt eben da der EM und der ist eigentlich auch der Coach von Langenthal und Langenthal hat Playoffs gehabt. Und das Gleiche gilt für den, ich weiß jetzt nicht, ob der mitgegangen ist, der Trainer von Luzern ist auch der Teammanager von der SRV, also vom SAF, also vom SAF Männer, von Nationalmannschaftsdelegierte. Da muss man doch Termine ein bisschen besser machen, ein bisschen schauen. Da hätte man doch jetzt einfach eine Pause gemacht oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist er 78-9 Niederlage und das ist zu hoch. Dass man nicht gewinnt, ist klar, das verstehe ich auch. Und ich habe es auch eine Weile lang geschaut, aber ich muss ehrlich sagen, ich muss es abschalten. Das ist ein bisschen, ich habe besseres tun am Samstagnachmittag, als dann so etwas da anschauen. Aber es ist schade und für die Zukunft, vor allem gibt es auch ein bisschen schlechtes Licht auf die Schweiz. Ich meine, was ist mit den Schweizer los? Weil wir haben gutes Football da. Und das weiß man, wir haben auch sehr gutes Junior-Football da. Und schlussendlich ist im Football Timing und alles wichtig. So kriegen es die anderen an mir nicht. Ja, da wird der SAF die Frage sich stellen müssen, weil so eine Niederlage, das ist nicht einfach irgendwie 42-7 oder so, es ist ja 78 Punkte, das ist richtig, richtig heftig. Und wenn man competitive sein will, darf das eigentlich nicht passieren. Egal, aber in Deutschland sicher eine Übermacht ist. Gut, aber warten wir ab, wir werden sicher nächste Woche nochmal darauf zurückkommen und das Spiel gegen Tschechien auch nochmal kurz anschauen, oder? Das machen wir sicher und was ich aber noch ansprechen möchte, ist, dass Österreich, wo ungefähr gleich groß ist wie die Schweiz, auch auf das Footballteam anbelangt, jetzt da fangen und Züge und Sachen, dass die wiederum Europameister sind zum dritten Mal in Folge wie U19. Also richtig Europameister im A oben und alles. Ja, die haben auch 6 Mannschaften in der höchsten Liga wie wir.
Die haben auch nicht viel mehr Juniorenmannschaften als mehr. Ich habe auch schon gegen österreichische Mannschaften gespielt. Die sind Europameister. Gut, bei Österreich kannst du Nee. immerhin sagen, die haben natürlich auch in der A-Liga Top-Mannschaften, was eben jetzt zum Beispiel von Dänemark nicht unbedingt sagen kannst. Da können sie Nein, mit also. den Nationalteams schlönd ja dänische Top-Teams. Das hat man ja auch schon natürlich in internationalen Wettbewerben auch schon gesehen, oder? Und die spielen trotzdem halt in der höchsten EM mit. Das ist schon ein bisschen seltsam. Eben, genau, danke vielmals. Also bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Das ist ja so, das ist wirklich ein bisschen seltsam. Ja. Es ist einfach, wie es aufgebaut ist und strukturiert. Und vielleicht kann man da mal in Zukunft mal ein Gremium machen mit ein paar Leuten, die wirklich Junioren-Football kennen. Ich meine, ich bin jetzt seit 15 Jahren im Junioren-Football tätig. Ich werde zwar nicht mehr Junioren-Coach nächstes Jahr, aber ich, auch John, da Arne Dernecke von Thun, all die, vielleicht sollte man die mal im Verband mal einen Tag zusammenrufen und nicht nur einmal das machen lassen, der Delegierte von der Nationalmannschaft, sondern mal alle in ein Hotel so anrufen, die Head Coaches für die Elite und auch die Challenge League und mal schauen, wie man das machen mit dieser Nazi, weil es ist einfach schade, wir tun so viel Arbeit rein und nachher werden wir so abgeschlachtet und werden der Letzte, also wenn wir die Letzte der C-Gruppe wären, dann sind wir die Letzte von Europa, von denen, die mitmachen. Und das ist halt schon ein bisschen irgendwie auch frustrierend für alle Arbeit, die wir rein tun und so. Und dann wirst du halt auch belächelt auch. Also, da müssen wir, könnten wir noch wirklich mal zusammensitzen an den Tisch und schauen, wie könnten wir das strukturieren. Sicher haben es drei Regeln sind, aber das sehen wir ja selber, wie das läuft. Ja, gut, also. Okay, gut. Also, lassen wir U19 EM, Junioren EM mal auf die Seite und kommen zu der Schweizer Meisterschaft. Und da jetzt in der Nationalliga A sind die beiden Halbfinale gewesen. Wir fangen vielleicht beim, sagen wir, klareren an, wo vom Papier auch eindeutig war: Bern Grizzlies, Schlön Thun Tigers locker mit 45-0, blieben undefeated. Und steigen jetzt als Favorit in der Swiss Bowl. Bern Grizzlies im Halbfinale gegen Thun Tigers. Im bernischen Duell klarer Favorit. Gab den ersten Kickoff. Ein Trickspielzug, ob gewollt oder nicht, sich dahingestellt. Auf jeden Fall schon beim ersten Play ein langer Touchdown für Bern Grizzlies zur 17-0 Führung. Natürlich ein denkbar ungünstiger Start für Tigers, die da in ihrer ersten Angriffsserie aber zeigen, dass sie nicht einfach für nichts da gegen Grizzlies im Halbfinale antreten. Berner machen ihnen da auch noch Gefallen mit einem vierten Raum, mit einem Punt. Roughing the Kicker. Lässt Thuner im Ballbesitz und tatsächlich können Tigers bis in die Red Zone noch an den Ausgleich. Dann aber der Fehler. Abgelenkter Ball, Interception. Berner Grizzlies kommen in den Ballbesitz. Berner selber löhnt sich nicht lang. Bitte Clark Evans, einer von seinen gefürchteten Option. Laufspielzug schleppt er die Halbdefense von den Tigers mit über 12. Und das geht nicht nur zu Fuss, auch über die Luft hat sich Bern im Verlauf dieser Saison gesteigert. Und so kommen die Grizzlies dann auch in einem dritten Versuch wieder mit Scrambling-Qualität von Clark Evans zum zweiten Touchdown. 14-0 immer noch im ersten Quarter und von dem Eck ist das Spiel klar in Bahn gegangen im zweiten Quarter. Dann wieder ist es der Quarterback von Bern sieht einmal mit den eigenen Füßen zu einem weiteren Touchdown. Thun hat in der Offense nicht mehr viel gegen die aggressive Berner Defense Stand gebracht. Und auch im Angriff sind die Grizzlies immer stärker geworden. Das Laufspiel über den Ibonim Bungu, wo auch immer wieder schöne Löcher gefunden hat. Ein Touchdown nach dem anderen am Schluss. Auch wenn es da mal einen Fehler hat mögen, leider von Clark Evans, die Interception noch vertun, am Ausgang für das Spiel, hat das keinen Unterschied mehr gemacht. Da wieder ein Touchdown von Ibonim Bungu zum klaren Halbfinalsieg von den Bern Grizzlies 45-0. Favorit sind schon im ersten Spieltag für mich, für viele. Ja, Thun hat nicht, das haben wir ja gewusst, das habe ich auch in der Vorschau gesagt, wird nicht die Chance haben.
Es ist schnell einmal 7-0 gewesen, ganz schnell, ich glaube schon die ersten 2 Minuten. Und in der zweiten Halbzeit ist auf der Schongang hineingetan worden, dann ist nicht mehr ganz viel gepunktet worden. Es war alles in der ersten Halbzeit schon so entschieden gewesen, so Halbzeitpause, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach können. Durch aber laufen schauen, dass man keine Verletzte hat, vielleicht viele Backups hineingetan. Sie werden dann auch nicht mehr zu viel pröbelt haben, die Grüßen. Ich meine, die werden das, wenn ein neues Spielzeug werden, sicher nicht testen, eine Woche vom Swiss Bowl, dass es nicht gerade jetzt in dem Fall Broncos gesehen werden, oder? Ja, aber sie schätzt das so, dass tun ist. Meine Bären hat jetzt das gemacht, ihr Minimalziel, das sie in Swiss Bowl haben, erreicht. Ihre zwei anderen Ziele, kurz undefeated, ist wahrscheinlich nicht Ziel, das andere Ziel ist einfach Swiss Bowl. Jetzt ist es entweder Swiss Bowl Champion, dann sind sie eh undefeated, oder sie verlieren und sind nicht mehr undefeated. Das ist das. Für Thun geht eine gute Saison zu Ende, muss man sagen. In Playoffs gehen als Aufsteiger, ohne Imports. Und am Schluss dann dort so ein bisschen Mühe gehabt, die letzten paar Spiele, wenn man gesehen hat, auch dort gegen Basel und so. Aber sie können mit Haupt das die Saison also abschließen und in Ferien gehen und dann wieder zurückkommen im Herbst für Aufbau für das nächste Jahr. Und ich sehe die nächste Jahr auch wieder, weil ich glaube nicht, dass die viele Leute verlieren werden und sie haben bei ihrer Chor zusammen. Aber es wäre noch zu früh gewesen für den Swiss Bowl. Ich meine, das hätte es auch noch nie gegeben, Aufstieg, wo den Swiss Bowl kommt. Broncos, glaube ich, einmal, ja, wieder mal Broncos. Aber sonst eigentlich gibt es das fast nicht. Und ja, Bern macht Demonstration. Von Anfang bis zum Schluss, das hätte man nicht anders erwarten können, muss man schon ehrlich sagen. Wir sind motiviert, sind hyped und ja. Für die Tigers in der Saison 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen, die 3 letzten Spiele deutlich verloren. Aber eben, man muss natürlich die Tigers sagen, die sind aufgestiegen und die sind am Anfang mit vollem Pfupf gekommen, haben die wichtigen Siege, die es braucht, um in den Playoff zu kommen, halt Anfang der Saison geholt. Am Schluss, das haben wir schon letzte Woche besprochen, haben sie nicht mehr ganz durchgekippt. Aber was kann man von einem Aufsteiger? Also etwas Besseres kann man eigentlich nicht erwarten, oder? Die Tigers haben der Liga richtig gut getan. Die haben der Liga richtig gut getan und sind natürlich auch viel überrascht. Und eben darum die ersten paar Siege, die sie angebracht haben, ist dann gerade überraschend gewesen für die anderen Teams, für Winterthur und Zürich und so, dass die sind dann natürlich gerade aufgehört gegen so Teams und dann auch gegen die Teams verlieren. Ich meine, Thun hat natürlich die Teams geschlagen. Ja, aber gegen die Top 3, Broncos, Basel und Bern, gegen Basel hat es 2 Niederlagen gegeben, gegen Bern hat es 2 Niederlagen gegeben, plus die dritte im Halbfinale. Also dort hat man dann halt ein Meister gefunden, in den ganz großen Teams. Und Basel ist jetzt halt Nummer 3 ranked. Ist auch klar, wenn sie 2-mal umgeschlagen haben, also gegen die Top 3 haben sie also eigentlich nicht einmal eine Chance gehabt, wenn man so die Resultate anschaut und so. Von dem her, und zwar in Thun ist es natürlich schon knapper gewesen. Aber ja, nochmal, wie wir es jetzt schon ein paar Mal angetönt haben, wirklich Hut ab vor Thun, von dieser Leistung. Das hätte ich vor der Saison haben wir noch gesagt, vielleicht schaffen sie es in Playoffs oder 50. Platz höchstens. Und ja, sie haben natürlich auch Glück gehabt, dass das Niveau wirklich tief ist das Jahr, oder? Aber nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt auch nicht schmälern, die ersten 5 Spiele sind sehr gut gewesen, die ersten 6. Und nachher sind sie eben ein bisschen zerkehrt. Aber in der Zukunft kannst du mit denen rechnen. Vor allem, wenn dann andere Teams noch Abgänge haben. In DLF und alles. Und dann, das könnte natürlich dann schon ein gutes Team werden für die Zukunft. Noch besser, als was das ja schon gewesen sind. Okay. Zweiter Halbfinal, den hat man mit großer Spannung erwartet, ist am Schluss dann doch relativ eindeutig geworden. Calanda Broncos schlönt Basel Gladiators mit 38-14. Für Basel ist ein 7-Game-Winning-Streak abgebrochen worden. Broncos stehen zum 14. Mal hintereinander im Swiss Bowl. Das sind die Fakten von dem Spiel. Mit Spannung erwartet der Playoff-Halbfinal in Chur zwischen den Broncos und den Basel Gladiators. Und Broncos haben in ihrem zweiten Drive gerade losgelassen mit dem ersten Touchdown Chase Andrews auf der Brechte Bosere. 17-0 Führung durch Broncos und Broncos sind hellwach, auch in der Defense. Haben sie Basel noch gar nicht solo, haben den Ball gerade wieder zurückerobert und im nächsten Drive. Chase Andrews rollt aus. Pass auf der Philipp Holmboye, der nach seiner langen Verletzung zurück ist. Und zwar nicht in der Defense als Safety, sondern als Receiver. Und er setzt da gerade die Duftmarke
in dem Drive. Da ist es der Chase Andrews selber aus 14 Yard mit dem Touchdown, 14-0 Führung im ersten Quarter, dann endlich auch Basler Offense mit dem ersten Lebenszeichen, aber auch der Drive bringt am Schluss nicht Broncos wieder im Ballbesitz im zweiten Quarter. Tino Muckwiler powert sich da für das First Down. Der Oldie verletzt sich später im Spiel und fällt aus. Die Broncos aus dem Drive bleibt nach einem bitteren Power Run von Erik Regette mal, aber nur das Field Goal. Trotzdem 3-Score-Führung, 17-0 im zweiten Quarter, 3-5 gelandet Broncos im Halbfinale. Kurz vor der Halbzeit, Interception Festival. Alex Rikeles da wirft einen Pick gegen Broncos Defense, aber Broncos selber, Chase Andrews, nicht viel besser da. Interception in einem von den nächsten Spielzug und zum Schluss von der Halbzeit wieder Rikeles mit dem Versuch von Rahel Mary misslingt drei Picks in einer kurzen Zeit zum Halbzeitstand von 17-0 für Broncos. In der zweiten Halbzeit den Basler fokussierter kommen sie raus in ihrem ersten Drive mit dem neuen Quarterback. Niklas Messmer wirft auf den Joel Regenas und der läuft allen davon, zeigt seinen Speed. Anschluss-Touchdown, 17-7. Nur noch Broncos. Aber die Ruhe selbst im Angriff in dem Spiel sehr stark. Pass von Chase Andrews auf den Melvin Sassin. Ein großer Run-Queen. Und nur zwei Spielzüge später wieder der Andrews, tief über die Mitte, Moritz Boller, Touchdown und 24-7, wieder eine 3-Score-Führung für Broncos. Nachdem die Defense wieder zugeschlagen hat, diesmal wieder mit dem Power-Run. Erik Regette da mit schnellen Füßen, gerade über die Mitte. Da fast Vorentscheidung bereits, wieder ist es der Erik Regette, der sich da in den Zone powert. Plötzlich steht es 31-7. Genau in der Folge, Basler Offense nicht viel können machen, Broncos Offense hingegen, Fadri Padron, weiter Pass über die Mitte. Genau in der Folge, die Broncos am Boden und in der Luft, stark, dank einer guten Offense Line. Man sieht da die Zeit, die Chase Andrews hat. Der Touchdown bleibt aber am Greg Calonego verwehrt. Ein Touchdown, entscheidet Schiedsrichter und auch Field Goal Versuch misslingt und so bleibt Basel im vierten Quarter. Kommen sie zum Ehren-Touchdown, die verpassen das Sven Rippel und am Schluss ist es Niklas Messmer auf der Kim Realini, der Ex-Bronco, mit dem Ehren-Touchdown zum 31-14, der Schlusspunkt. Bleibt dann aber bei den Broncos. Wieder ein Pass, slant auf den Moritz Boller und das ist der Stefan Hennel aus kurzer Distanz, wenige Minuten vor Schluss. Wo der Schluss stand, erzielt Galanda Broncos, schlönt Basel Gladiators im Halbfinale mit 38-14 und stehen im 14. Swiss Bowl ins Ring. Ja, es gibt ein paar Faktoren, die man da kann reden. Die Statistik, das ist jetzt das. Wir wissen, dass Gladiators 7 Spiele nacheinander gewonnen haben mit ihrer Spread-Offense. Sehr, sehr effektiv gewesen in den letzten 7 Spielen. Sehr starke Defense. Jetzt gegen Verletzte kann niemand etwas machen. Und ihr das Film kommentiert, ich habe sogar vergessen zu sagen, dass der Starting Safety, einer von der besten in der Schweiz, hat auch gefällt, der Florian Ziegler. Dann hat der Cornerback, der Fabian Bruno, ist wirklich sehr gut, ist er gefällt. Der Middle Linebacker Steve Lenzin hat gefällt. Es haben einfach zu viele Leute gefehlt in der Defense. Und trotzdem haben sie hart gekämpft. Aber der Coach Buffman und seine Crew und seine Spieler vor allem haben das gnadenlos ausgenutzt, wie es sein muss. In der Offense von der Gladiators hat natürlich der Hunter Monk gefehlt. Das hat man gemerkt. Das sind Sachen, die kann immer beeinflussen. Dass es gerade im Halbfinale passieren muss und dann fehlen so viele Leute gegen Broncos, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und da möchte man auch nichts schönreden. Also wie sagt man denn, Entschuldigungen suchen, es ist schwer, jemanden zu ersetzen, einen Fabian Bruin zu ersetzen, einen Hunter Monk zu ersetzen. Das kannst du nicht einfach so und schnell, oder? Und vor allem, wenn es kurzfristige Verletzungen sind, im Training passieren, wie beim Bruin, oder? Da musst du schnell etwas, da musst du dann handeln. Die andere Seite, was ich nicht verstehe, in den letzten 7 Spielen hat man mit der Spread-Offense, egal ob der Alex Rikeles oder der Nicola Messmer, teilweise sogar der Elias Siebold, der war auch nicht dort, der ist glaube ich auch verletzt. Also sagen wir jetzt, der Messmer und der Rikeles haben ihre Spread-Offense gut gemacht in den letzten 7 Spielen.
Und dann kommt man hin und man spielt einfach kein Spread mehr. Man macht es tight und man fährt nur an Laufen. Und im dritten Lauf oder vierten Lauf verletzt sich der beste Running Back, was hat, der Jack, verletzt sich und ist auch out. Und man rennt dann, man bleibt der Offense treu, wo man eigentlich die letzten 7 Spiele auch nicht gespielt hat, die Offense. Ist mir schon klar, dass du auf ein Spiel immer einen Gameplan machst. Aber wieso nimmst du den Gameplan weg, komplett von dem, wo du vorhin 7 Spiele gewonnen hast? Nur weil ein Spieler fällt, oder Hand direkt. Die Offense hat nicht viel gefällt. Nachdem der Check ja raus ist, ist klar, dann ist der Check und der Hunter. Die Defense haben viel, viel mehr gefällt. Und das ist einfach ein bisschen, für mich ein bisschen komisch gewesen, muss ich jetzt sagen. Das ist kein Vorwurf an den Coach, aber ich selber begreife es nicht, weil in der Offense hat man so gut gespielt, die letzten 7 Spiele. Jetzt spielt man einfach alles in eine Tide genommen und man läuft, man läuft, man läuft, man läuft und sich stoppt und sich stoppt und sich stoppt und man macht keine Änderung. Und dann, ja, es ist in der Halbzeit wird der Quarterback gewechselt, kommt der Ersatz-Quarterback hin und man geht auf die Spread-Offense von dem, wo man gespielt hat die letzten paar Mal und man bewegt den Ball, man bewegt den Ball, man bewegt den Ball. Ja, vielleicht sind jetzt schon Backups drin gewesen für den Broncos, aber das ist mir oder am Ding eigentlich egal. Wieso hat man das nicht von Anfang an so gemacht? Ich meine, man hat die letzten 7 Spiele so gewonnen. Das begreife ich nicht ganz, muss ich gerade ehrlich sagen. Und man hat ja gesehen, der Lauf hat keine Chance. Und glaube ich, es könnte passen. Das weiß man ja auch. Ich meine, das hätten sie nicht die Spiel gewonnen, wenn nur mit Lauf. Und ja, das habe ich auch am Samstag schon gesagt, durch den Stream kommentieren. Ich begriff das nicht ganz. Ich bin natürlich nicht mehr im Team und bin auch nicht gehört genug, warum man das gemacht hat. Haben sie nachher schon mit ein paar Spielern geredet und ein paar haben auch gesagt, sie haben das nicht begriffen. Aber schon klar, man macht das, was man vorgesagt kriegt. Aber ich meine, wenn es nicht geht, dann muss man schon ändern. Und von der Kalender-Broncos-Sicht ist einfach, wenn du so viele Coaches hast und so erfahrene Coaches wie der Coach Buffon und alles, der hat sein Matchup gesucht, dann hatte der Boller gegen den Corner gehabt. Und ist ein Weak Point gewesen, leider, tut mir sehr leid, das haben sie am Stream auch angesprochen. Und bei den Broncos offen ist es einfach auch so, ich meine, die haben da mit so einem Coaching-Staff zusammen. Coach Buffon hat das natürlich mit seinen Erfahrungen gesehen. Er hat gesehen, dass die Cornerbacks fehlen, dass der Safety fehlt. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat den Cornerback gehabt, gesehen, dass Sven Rippel muss sogar Cornerback spielen. Das ist ein freakish Athlete, don't give him the ball. Padron hat der, wo er deckt hat, hat einen einzigen Ball gefangen, so viel ich weiß. Und der Rest ist alles auf die andere gegangen. Vor allem haben sie auf den Boller gegamed. Der hat dort gegen Cornerback mit seiner Erfahrung leicht Spiel gehabt, kann man so sagen, wenn man sieht, wie viele Wellen er gefangen hat und wo er auch targetet worden ist. Er hat ja auch PIs gegen ihn, also nicht gegen den Boller, sondern gegen den Maximilian. Und ja, das ist dann halt der Vorteil, wenn du mehrere Coaches hast. Du siehst das. Du hast jeder Position Coach. Und dann siehst du so Mismatches und du brauchst das. Der Dwayne Damsier, der ist allein. Der macht das schon seit Jahren. Und es ist einfach schwierig allein. In Zukunft müssen 3 oder 4 Coaches mehr sein, weil allein geht es einfach nicht mehr. Und als Player-Coach geht es auch nicht. Es geht im Training nicht und es geht im Spiel nicht, wie man es jetzt sieht. Weil man hätte müssen, dass Sven sofort, also nicht sofort, aber nach dem dritten Mal, dass er so frei steht, der Ball. Oder er hat es schön frei gelaufen, aber trotzdem gegen Sven wäre das ein Stück Spiel. Dann musst du einen Switch machen. Ich hätte jetzt lieber den Maximilian gegen den Fadrin, nicht gegen den Padron, also wirklich nicht, aber ich hätte lieber einen erfahrenen Mann, wie der Bowler deckt vom Sven, der auch super Press Cover kann, super dranbleiben kann. Ja, und da muss man halt so Sachen müssen wir dann adjusten und nicht offen umstellen. Aber das ist meine Meinung und auch von ein paar anderen haben das Gleiche gesagt. Ja, das ist die Ausschlaggebung, die erste Halbzeit ist in meiner Hinsicht Katastrophe gewesen. Entschuldigung, dass ich so sage. Weiß nicht, du hast das Spiel geschaut, Italien da unten am Strand. So ist es, ja. Ja gut, 17-0 war es zur Pause. Es war 17-0 im Rückstand bist in Chur gegen Broncos. Ist es schon ein Uphill-Battle im zweiten Halbzeit, obwohl es natürlich noch eben gerade die erste Drive wieder ins Spiel kommen. Aber man muss auch sagen, Broncos Offense hat für mich einen sehr starken Eindruck gemacht. Die haben nachher eigentlich auch nichts mehr anbrennen lassen. Nach dem 17-7 haben sie umgehend zurückgeschlagen. Innerhalb von 3-4 Plays haben sie dort wieder gescored. Und sobald, wenn halt 3 Scores vorne bist in der zweiten Hälfte, ist es halt eine komfortable Ausgangslage. Und die Offense hat es nachher eigentlich
immer kontrolliert. Es ist nicht mehr eng geworden nachher. Nein, und es sind jetzt viele Three-and-Outs für Gladiators. Das heißt, die Defense, was also schon so angeschlagen ist, ist viel zu lange auf dem Feld gewesen, werden sie natürlich auch müde. Und das ist natürlich dann, Broncos Offense hat natürlich dann mehr oder weniger in der zweiten Halbzeit dann einfach Spielkeiten, aber sie können auch kontrollieren, Time kontrollieren und alles Mögliche. Immer wieder sind halt Kombinationen und Sachen in der Offense. Sie haben Curl Routes drin, sie haben Out Routes drin. Das hat mir ein bisschen gefehlt bei der Gladiators. Offense, aber ja, der Chase überzeugt mich auch nicht so hundertprozentig. Er hat zwar sicher super Completion Rate und hat sein Ding gemacht und so, aber er hat auch wieder einen Pick geschmissen. Das wären eigentlich sogar zwei gewesen, wenn der Cornerback war. Das ist ein bisschen viel. Hat aber sein Team in das Swiss Bowl gebracht, hat, wie gesagt, sehr gute Stats das Jahr. Ja, und vor allem hat er junge Receiver und Ding. Das finde ich übrigens auch sehr gut bei den Broncos, dass sie da wirklich disziplinarisch da bleiben, egal ob es jetzt ein wichtiges Spiel ist oder nicht, bringen sie Safety rein und der, der einfach nicht im Training war, zwei Wochen lang draussen. Das finde ich super. Und da muss man, das ist nicht nur Broncos, es gibt andere Coaches, die das auch machen, das ist jetzt zwar etwas anderes, aber so muss die Disziplin im Team einfach bleiben. Und du musst Ding bleiben, Autoritätsfigur als Coach. Und wenn du anfängst, Spieler bringen, die nie im Training sind und einfach wissen, ja, ich spiele sowieso, dann hast du das Team verloren. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Ich rede da vom Nummer 0, vom Greg. Ich meine, der ist zwei Wochen in dem Training und ist fit gewesen. Und der hat die letzten paar Spiele sehr, sehr gut gespielt. Ist ein ganz guter Receiver. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber als Receiver-Coach muss ich sagen, macht er das wirklich super. Aber er ist im Training und der Coach Baffin hat ihn einfach draußen gebaut, ohne Wenn und Aber. Bringt den Boller wieder zum dritten Mal nacheinander, der auch vier Jahre nicht mehr Football gespielt hat, oder drei mindestens. Kommt auch rein und macht so ein Spiel. Niveau, kann ich heute nicht an, keine Angst, ich kann nicht an Arbeitsniveau reden. Aber nur schnell, es zeigt er wieder. Boller auch wieder drin, wo sie drei Jahre nicht gespielt hat. Und hat, für mich ist es fast mehr als ein Match gewesen. Meine, der hat ja jüngste Catches gehabt, jüngste Targets und alles. Ja, und es ist sehr wichtig, dass man immer Teamdisziplin hat. Und das haben Broncos eben, und vor allem Coaches, da muss man keine Angst haben bei den Coaches, dass da Disziplin drin herrscht. Und ich finde es einfach gut, dass man die, aber nicht im Training sind, nicht spielen lassen. Fertig, Schluss. Und das sind, glaube ich, noch mehrere gewesen. Broncos haben ihr Ziel erreicht. Sie sind jetzt im Finale. Das ist auch wie eine Minimalvorgabe gewesen. Auch wie lange hat man dann vielleicht ein bisschen daran zweifelt und denkt, also nicht Broncos, aber die Außenstehenden, mit all den Verletzten und so wird das schwierig. Das haben wir ja ein paar Mal gesagt, das wird sehr, sehr schwierig. Dann vor allem das Winterthur-Spiel mit dem Ein-Punkt-Sieg gegen Winterthur, wo 2-8 ist, oder? Mhm. Da habe ich dann gedacht, uiuiuiui. Aber die Leute sind zurück, die man braucht. Es sind alle zurück. Leider, das sind die noch nicht. Und jetzt im Swiss Bowl wird das sehr gut. Verletzung von Mucki. Es ist brutal. Es ist ganz schlimm aus. Das ist genau auf der Höhe gewesen, wo ich gesessen bin. Ich habe noch gesagt und gehofft, vor ein paar Wochen auch da in der Show, hoffentlich passiert ihm nichts, wenn man so zurückkommt. Und jetzt ist es leider passiert. Und es tut mir einfach weh für ihn. Aber ja, wenn du Running Back bist, es ist der Sport, der Football. Es kann leider passieren und es ist jetzt passiert. Jetzt werden sie mit dem Dan gehen und mit dem, wie heißt der andere? Mit dem Hennelt natürlich und mit dem Eric Gaget. Mit diesen drei werden sie jetzt gehen. Das ist ein super Laufspiel. Ja. Und das muss Bern. Bern wird jetzt auf das können visieren. Receivers, Corner, DBs werden von Bern sicher während dem Spiel gegen Basel was machen und tun. Werden da wirklich ein bisschen anders spielen, wenn wir nachher zu der Preview kommen. Ja. Zum Abschluss zu dem Spiel noch: Broncos gegen Gladiators. Broncos haben wieder mal eine Machtdemonstration gemacht. Der Baffin hat dann wirklich auch eine Machtdemonstration gezeigt. Ich meine, auf der 1-Yard-Linie viel Goal gegangen, das hätten sie reingebracht, das weiß jeder. Sie sind trotzdem auf der 4 Goal gegangen, was sehr smart ist. Ja. Und auch so sind ein paar 10 einmal, haben sie dort einen Punt abgeklemmt. Und 10-Yard-Linie außen ist, es war dann ein Personal gewesen, aber es wäre trotzdem noch, wenn du einen angenommen hättest, wäre es trotzdem mehr Yards gewesen, als nicht. Also haben sie noch ein bisschen mehr üben gegen Basel. Und das im Halbfinale, das ist dann schon ein bisschen bitter für Basel. Es ist, was ist. Wir haben mehr erwartet. Ich habe mir auch viel mehr erwartet von Basel. Nochmal, so viel verletzte Defense kannst du nicht kompensieren gegen ein Team wie
Cool, es geht einfach nicht. Und vor allem, wie du gesagt hast, mit deren Offense, das ist nicht möglich. In der Offense, Hunter hat gefehlt, ja, nur das ist einer weniger. Du hast den anderen guten Receiver. Der Scholl hat 2, 3 Bälle gekriegt im ganzen Spiel. Das ist einfach viel zu wenig. Sollte ich mal fördern. Das Matchup, Joel Regenas gegen, ist das Sebastian Katz oder der andere? Ist das Sebastian? Ich kann ja fast nicht. Weiß auch nicht. Egal, auf jeden Fall, der Katz, der spielt, das Matchup hat die als Headcoach gesucht. Joel gegen Katz. Das Matchup. Sven gegen Tano, das Matchup haben wir schon ein paar Mal gesehen. Das ist sehr ausgeglichen. Das ist einer der besten Receiver gegen einer der besten DBs. Top 3 Receiver gegen Top 3 DB von dieser League. Da möchte ich jedes Mal zum Sven passen, wenn er so eine DB. Tano hat auch wieder eine Interception gefangen und der Kai hat auch eine gefangen. Es hat noch andere Receiver auf dem Feld. Guys, bitte, es hat noch andere. Don't stare down. Und ich hoffe wirklich nicht, dass die nur zu Sven gegangen sind, weil sie einfach denken, sie müssen dort gehen. Drop back, read and throw to the open guy. Aber es hat so ausgesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, als immer nur zum Sven wollen gehen. Sven, sicher ist er ein Playmaker. Aber deine anderen Seite sind auch Playmakers. Bitte read the damn field and throw to the open. Und nicht in der triple coverage hin. Aber so viele gehört, dann hat es geheißen, er sollte dann werfen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber ein Coach geht eh nie zum Quarterback an und sagt, you gotta throw to this guy, you gotta throw to that guy. Let the quarterback throw to whoever he reads at the start of the play. Oder weißt du, was ich meine? Wenn, sobald der Coach angeht, vielleicht einmal im Spiel kann sagen, hey, los, Sven ist frei, werfen wir 10 out, ja. Aber du kannst nicht sagen, hey, sorry to Sven. Das glaube ich nicht, dass es Dwayne gemacht hat. Und wenn er es gemacht hat, wäre ich sehr, sehr erstaunt. Aber ja, das Matchup hätte ich gesucht, Scholl gegen den Katz ein bisschen mehr, das wäre auch ein gutes Matchup gewesen. Dann hättest du nicht nur ein Matchup gehabt, nachher hättest du auch noch können andere Matchups bringen. Im Nachhinein weiß ich es immer besser, aber es ist nicht das Spiel, das wir erwartet haben, sagen wir es so. Es war trotzdem ein recht unterhaltsames Spiel, würde ich sagen. Und jetzt für Basel ist die Saison fertig. Eben. Und es ist gleich ein bisschen eine Rehabilitation im Vergleich zu letztes Jahr. Oder Basel ist wieder zurück im Playoff-Field. Oder insofern, jetzt mit ein bisschen ein paar Tage Abstand, muss man sagen, Basel hat die Saison sicher erfüllt, was man auch sich erhofft hat, dass sie bringen das Jahr. Wenn wir mit den Spielern reden, auch einen Tag später oder 2 Tage später, ist ja, wenn wir das aufnehmen, ist schon mächtig. Viele haben sich mehr erwartet, das Jahr. Das haben ja auch gesagt, sie gehen mit dem Ding rein. Und sie sind wirklich auch richtig, das macht jetzt richtig enttäuscht. Sie sind nicht so gewesen, wie die letzten paar Mal, wo sie im Halbfinale waren, wo die anderen Mannschaften auch wirklich brutal übermacht waren und sie in der Saison schon hoch verloren haben. Und so. Das Jahr, die sind dort rein und sie sind einfach ein bisschen alle enttäuscht. Und das ist auch gut so. Man muss ja enttäuscht sein, das ist klar. Aber dass man es wirklich mit dem Mindset rein, wir können das gewinnen. Und von dem her sind sie sind, glaube ich, nicht zufrieden. Wenn du jetzt sagst, sie können zufrieden sein mit dieser Saison. Man hat wieder keins von den Top 2 Teams geschlagen. Weder in der Regular Season noch in den Playoffs. Man hat weder gegen Broncos gewonnen, daheim, oder man hat gegen Bern daheim auch nicht gewonnen. Und gleich, nachdem man letztes Jahr Playoff verpasst hat, ist natürlich auch ein hoher Task, wenn von einem Nicht-Playoff-Team gerade erwartet ist, zum ganzen Spitzenführen in einem Jahr das zu schaffen, oder? Wenn man so sieht, warum ja, aber dann, wenn du die anderen Teams anschaust, wie Winterthur, Genf, die sind nicht das, was die letzten Jahre waren, dann musst du das erwarten. Mit denen, Basel hat mehr Imports gehabt als all die anderen Teams, außer jetzt, ich glaube, sogar mehr als Broncos, wenn man denkt, wie viel. Mit dem Jack, mit dem Billy. Ja, doch, wenn die jetzt alle aufzählen, kommen es auch 5 oder 6 Imports, oder? Oder 5 sicher, der Jasper. Also, ja, dann sind die Erwartungen schon hoch, wenn du so viel holst. Wenn du so viel also Import holst, möchte ich das auch hoffen, oder? Jetzt muss man sich schauen, wie sich das weiterentwickelt. Man hört auch, es werden 1, 2 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr sicher mal im Tryout für den Helvetics gehen von Basel, das weiß man. Haben wir auch ein paar confirmed, dass sie das machen werden. Mal das Beste gehen an das Ding und wenn sie weiterkommen, schauen sie dann, was machen. Das kann man so sagen. Man kann auch, das darf ich glaube auch öffentlich sagen, dass Sven Ripple gesagt hat, er bleibt bei Basel, er geht nicht zu den Helvetics. Also dann wissen wir so schon mal, dass wir einen Top-Spieler zurück haben nächstes Jahr in der Nazia. Er ist sehr, sehr ein treuer Spieler, der Sven. Ich meine, der hat auch schon College-Angebot und alles Mögliche. Und der hat gesagt, nein, er bleibt bei Basel. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber es sind halt so ein paar andere, wie bei den Broncos aus, werden sich die Jünger auch probieren, das weiß man auch. Auf jeden Fall einmal sicher ins Tryout gehen, sie haben sie auch angemeldet. Das haben sie, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist oder nicht, aber ein paar Spieler haben das mir auch öffentlich gesagt von beiden Teams.
Und das wird Basel natürlich, das sind natürlich schon ein bisschen die besseren Spieler von Basel und auch von Kalander. Und wenn die natürlich dann weg sind, kann das natürlich dann ganz anders aussehen nächstes Jahr. Mhm. Du hast gerade den ILF angesprochen, bevor wir zu einem anderen Spiel kommen. Die ILF hat ja in Zürich eine erste öffentliche quasi Veranstaltung durchgeführt. Open House. Open House, genau. Und in ein paar Bilder gesehen, sind doch ein paar Leute dort gewesen. Und die Schweiz Fernsehen hat dann auch noch einen Bericht darüber gemacht. Ja, es kommt so ein bisschen langsam zu laufen, aber es ist, ich spüre so relativ bei vielen Leuten so ein bisschen eine Wait-and-See-Stimmung immer noch, oder? Es ist ein Wait-and-See und auch der Bericht, ich meine, ist nicht gerade top gewesen, Sportplan. Also das ist einfach, der DNA hat es ein Stück besser gebracht, aber das ist halt, wenn man da die Informationen hat über den DNA, wir können bringen das und das. Die Informationen, wo das Training ist, wo das Stadion ist, wer coacht, das wissen wir zu Helvetik selber noch nicht. Das hätten sie auch nicht können weiter sagen. Sie haben das gebracht, was wir vom Football aus sowieso schon wissen, aber das, was die Schweiz interessiert hat, haben sie gar können bringen. Man muss 40 Schweizer haben, was die breite Öffentlichkeit wissen hat müssen. 40 Spieler muss man haben, man muss über 1 Million Budget haben. Und das wäre es schon gewesen. Mhm. Dann haben sie noch mit dem Präsidenten von Kalander geredet, mit Christoph Sünderhauf. Man hat nicht einmal 10er von Broncos geredet, eine Tagstandszene oder so. Sind zwar das ganze Spiel dort, 10 Filme. Schlussendlich haben sie dann aber ungefähr 2-Minuten-Bericht gezeigt. Sie haben noch kurz mit dem Coach Buffen geredet. Aber auch gerade eine richtige Insight hat man da nicht gesehen. Ich bin jetzt an einer Fitti-Veranstaltung nicht dabei. Ich weiß nicht, ob dort noch viel mehr Informationen gegeben hat. Man hat ein Mineralwasser präsentiert, Sponsoren, Zeug und Sachen. Ich weiß auch nicht, was dort noch informiert worden ist, aber die Schweizer Fernsehen war auch dort gewesen. Mhm. Also viel mehr Wichtiges kann gar nicht informiert werden. Also wie du gerade gesagt hast, wir wissen eigentlich auch noch nichts. Wir wissen, es ist ein Tryout im Oktober, wo man kann gehen kann, dass sich 220 Leute angemeldet haben und 84 Coaches sind anfangen registriert. Aber Coach nicht nur in der Schweiz, ganz Europa hat sich da gemolden für die Stelle. So viel, was ich gehört habe, sind es 84, glaube ich, Coaches, die sich da gemolden haben. Also von dem her, der Bericht hast du gar nicht können, viel anders machen. Von mir aus gesehen ist der Bericht zu früh gekommen für den Sportpanorama oder überhaupt für den Sport, für das Schweizer Fernsehen. Das hätte man mehr so später bringen. Okay, gut. Ich hoffe mal, dass SRF dann dort im Tryout oder so spätestens nochmal drauf aufhockt, ja. Wenn man dann auch wirklich die Spieler sieht, wo sich dort einsetzen. Ich glaube, wir lassen die einlaufen und kommen zum Sportlichen zurück. Nationalliga B, dort war der Final und ein intriguing Matchup, St. Gallen gegen Luzern. Luzern hat das letzte Regular-Season-Spiel, wo es ihm nicht mehr gegangen ist, knapp gewonnen. Nationalliga B-Final, St. Gallen Bears holen sich den Titel in der Nationalliga B, gewinnen Nailbiter mit 10-6. Die erwartete Defense, schlecht ist es geworden. Erstmal gratuliere an Bears zur Nationalliga-Meisterschaft. Herzliche Gratulation, Jungs. Ich habe ein paar Kollegen gehabt, die sind gelogen. Übrigens nicht der Kevin, weil man sagt immer wieder, wir wissen nie, wer das immer ist. Das ist der Kevin. Der Kevin ist in Costa Rica seit 3 Wochen. Es ist nicht der Kevin Devac, es sind andere, die dort sind. Er ist in Costa Rica. Also jedes Mal, wenn ich etwas sage, Inside-Informationen, sage ich das erst von Kevin. Kevin ist nicht einmal dort gewesen, sind kennen auch sonst noch Leute. Es ist ein altwürdiger Stadion in Lecherfeld gewesen, wieder wie früher mit Seaside. Ich liebe das Stadion, es ist so ein schönes Stadion für Football. Es hat fast 1000 Zuschauer gehabt. Idio Hardout, Nazia, Idio Hardout, all die Clubs in der Nazia, die vor 300 Zuschauern spielen. 1000 Zuschauer, Gott sei Dank, Final 4, das nicht vergessen. Ja, und dann kommen wir zum Spiel und dann, ja, die 10 Punkte, ist ein Field Goal von St. Gallen und ein Blocked Field Goal, Return for a Touchdown. Die Offense hat nicht einen Punkt gemacht von St. Gallen, wenn ich schon wieder mit über die Offense rede. Das wird nicht gegen Zürich so, das kannst du vergessen. Luzern, was ich gehört habe, auf der Coaches, auf der gegnerischen Coaches, also nein, auf Dänisch, run, run, pass, Pass sind nicht immer angekommen, zu durchsichtig, sind Sport kombinieren Touchdown, dann hat sich der Quarterback verletzt, dann ist der Backup reingekommen, irgendein Leichtathlet, dann ist viel mehr gelaufen als beim anderen, aber es ist too little too late. Und einfach eine reine Defense-Schlacht, wie du als Defense-Koordinator gesagt hast, du wärst wahrscheinlich dort gewesen und wärst am Umgumpen gewesen. What a game, great game. Kann mir gerade vorstellen, wie du dort umgumpst, sehe ich gerade vor deinen Augen. Dort haben wir übrigens auch schon richtige Battles gehabt im Stadion. Oh ja. Swiss Bowl 98 und so Spaß. Ja, aber auf jeden Fall, nicht wieder in Nostalgie zurückkehren. Wenn wir über die zwei Teams reden, wenn in der Offense nicht läuft,
dann kannst du es vergessen. Und es ist nicht das super spannendes Spiel gewesen, so schauen. Und eben, wie gesagt, das habe ich jetzt wirklich von ein paar gehört. Finale ist immer anders. Wenn man gerade vom 98 reden, ist auch Katastrophe. Nein, 99 ist ein Katastrophenspiel gewesen, das Kur, wo man hinterher von der Swiss Bowl ganz kurz lang willst. Swiss Bowl in der History of Swiss Bowls. Ja, darf man so sagen. Aber es ist einfach schade, dass St. Gallen nicht eine bessere Offense hinkriegt. Und eben, wie gesagt, Punkte sind so durch einen Block Field Goal passiert, oder? Mhm. Und ja, also ich weiß halt auch nicht, es ist einfach, wenn du ein Finale spielst und du weißt, du hast in 5 Tagen oder 6 Tagen, haben wir gesagt, hast du gegen Zürich das Relegationsspiel mhm. in Grenchen im Stadion ein Vorspiel mit Stream, schweizweit, weltweit, wird viel Zuschauer geben. Ja, da muss dann einfach eine andere Offense an, oder nicht? Also ich meine, weißt du, mit dieser Offense wirst du nicht mehr reinkommen. Ich möchte nur schnell, nicht, dass ich meine, ich bin da am etwas lesen, sondern ich möchte nur, was der Kollege geschrieben hat, da vorlesen, über das Ding. Luzern Lions in der ersten Hälfte 2 verschossene Field Goals. Jeder Drive, Run, Pass. Oft sehr schlecht sie. Im vierten Quarter ist der QB verletzt und gewechselt worden und kurz darauf aber gibt es einen Touchdown. Viel dynamischer der Backup. Wie immer eigentlich mit Lions gesehen. Ist aber meine private Meinung. Also, eben, es ist das, was wir schon immer angesprochen haben. Es geht einfach nicht mit ihm, mit dem durchsichtigen Run-Run-Pass. Erster, second down, run, third pass. Mhm. Ja, das ist. Also, ich will jetzt auch nicht Predictions vorwegnehmen, aber du hast das Gefühl auch, dass der Lauf oder sagen jetzt eine Galler-Offense wird Mühe haben gegen Zürich. Defense, ja. Um viele Punkte. Ja, das ist, ja. Und jetzt vor allem jetzt, was der Perry hat. Und der Galler Defense wird der Galler im Spiel bald gegen Zürich. Mhm. Aber schlussendlich, Defense Zürich, wir wissen, sie sind 1-9, aber sie sind Nazi abgeprobt in 2 Jahren. St. Galler überhaupt nicht, sie sind von Nazi C vor 3 Jahren hochgekommen. Jetzt, ich hab ein paar Mal St. Gallen Offense angesprochen. Wir haben es auch in den Resultaten gesehen, dass auch gegen Freiburg und so gegen den Letzten 10 Punkte und so Späß, das wird nicht lange. Und eben, wir sind noch nicht bei den Predictions, aber nein, und jetzt eben auch, wenn man das liest, oder, das ist einfach, das wird nicht, da muss etwas kommen, du musst gegen Nazi-Team, du musst doch passen, Kollege. Sonst kannst du es vergessen, das siehst du, jede Mannschaft in der Nazi passt. Du musst mindestens 60-40 haben, wenn nicht 50-50 lang, du musst 60 passen, 40 run. Das ist ja so. Und wenn du 30 Run, 70 Pass, umgekehrt 30 Pass, 70 Run, kannst du vergessen. Und ich lange denke, St. Gallen steigt auf, aber nicht nachdem, was jetzt die letzten paar Spiele gesehen haben. Gegen Aarau dazu, man hat es wirklich passt und passen, ist super gegangen. Auch ein paar Picks geschmissen, aber St. Gallen hat dort viel Pass, es gibt natürlich auch vor, dass Picks geschmissen ist. Aber St. Gallen hat Nazi B gewonnen. Hut ab. Ich meine, sie sind auch nicht so lange in der Nazi B, auch schon ein paar Jahre. Mhm. Gegen Luzern, ich denke, Luzern gewinnt, aber ich habe denke, sie sind so gelernt von den letzten paar Spielen, dass man ein bisschen variabler spielt, dass man ein bisschen besser scoutet. Also das nenne ich nicht scouten, wenn das wirklich kommt, das haben ja nicht ich jetzt erfunden, sondern das haben ja mehrere Leute geschrieben, die dann im Spiel gewesen sind. Oh, das ist schade. Aber es würde in der Liga sicher nicht schlecht, dass St. Gallen auch noch aufholen, dass man 8 Teams hat. Schön wär's. Aber schauen wir mal am Samstag, wie sie sich da mitzigen gegen die Renegades. Freue mich schon auf das Spiel. Das wird sicher interessant, um zu sehen, wie die matchen gegeneinander. Aber wir gehen jetzt noch zum Schluss vom Wochenendrückblick in die Nationalliga C, weil dort hat es ein super Big-Time-Surprise gegeben. Die ungeschlagenen Schaffhausen Sharks, die 10-0 gehen, daheim gegen Lugano, wo in der letzten Runde überhaupt erst auf den 4. Platz reinkommen ist im Playoff. Und Tessiner gehen auf Schaffhausen und gewinnen 7-6 und stehen damit im Nazi-C-Finale. Mit dem hat sicher gar niemand gerechnet. Mal zu Renegades Junior. Die haben damit gerechnet. Die sind auch als 4-Seed gegen den Nummer 1 angetreten und haben gewonnen. Lugano hat sich da ein Schnippchen abgelockt von den Zurich Renegades. Jetzt werden sie vielleicht dann sogar noch Nazi 10 Meister, wenn es so weitergeht. Sie sind mit 20 Leuten da der Rufenkreis Lugano. Er hat ein paar Verletzte gehabt. Mitte 30 bis Ende 14 sind die mit 15 Leuten angespielt, Lugano, und hat das heimgebracht. Also immer Nailbiter gegen die ungeschlagenen Schaffhausen, wie du gerade gesagt hast.
Und in Wirklichkeit in der letzten Runde war es noch, ist es Morsch oder ist es Lugano oder reingekommen. Und es hat Lugano geschafft. Und der Big Surprise, wo mir natürlich auch meine Vote, also mein Tipp wegnimmt. Ich glaube nicht, viele haben auf Lugano tippt, wenn man ganz ehrlich ist, außer eben Lugano selber. Und wir haben noch angesprochen letzte Woche, Lugano muss daran glauben, sonst müssen sie gar nicht gehen. Mhm. Wir haben noch einen Witz gemacht darüber. Und dann habe ich ja gesagt, sie müssen daran glauben. Und schau, was passiert, sie gewinnen. Mhm. Und es ist natürlich so, in der U19-Meisterschaft ist tatsächlich auch der Vorzeit, wo ja nachher Meister geworden ist. Handkerum muss man natürlich ganz klar sagen, Zürich ist natürlich dort, die vier sind alle so nachgetragen. Sie haben gewusst, dass Zürich gefährlich ist in den Playoffs. Lugano hat jetzt wirklich gar niemand Credit gegeben in Schaffhausen. Nein, das ist so, ja. Das ist der Upset of the Season in der Swiss Football. Zusammen mit, nein, bei Zürich, nicht wie du gerade gesagt hast, mit dem Zusammen. Aber Zürich, muss man auch sagen, ist auch erst in der letzten Stunde in den Playoffs gekommen. Absolut. Thun, oder? Ja. Die sind auch knapp rausgekommen, weil die haben drei Spiele verloren, Zürich. Ja. Aber jetzt müssen wir nicht über Elite reden. Aber für mich ist das der biggest upset of the season, ist for all of Switzerland, ist der Sieg von Lugano gegen den undefeated Schaffhausen Sharks in Schaffhausen. Ja, jetzt gegen Langenthal, ui, das Spiel reden wir jetzt gerade noch gegen Langenthal, gegen immer, aber congratulations Lugano, that's a team effort. Die sind 20. in das Büssel gestiegen, sind dort von Lugano bis auf Schaffhausen und alle haben wahrscheinlich gedacht, also nicht Lugano, aber die ganze Schweiz hat gedacht, da kommt das Resultat, wenn wir nicht einmal abwarten, bis es rauskommt. Mhm. Und es ist, ich meine, du hast mir das Resultat geschickt und wo ich da gesehen habe, Dicke schreibt mir und ich nehme mein Nadel für und schaue drauf, ich so, what the F, ist denn da passiert? Mhm. Und dann habe ich einen Coach von Schaffhausen geschrieben und dann hat er mir dann später zurückgeschrieben. Und ja, das ist ein super Coach, der Jens Urban. Er hat ein bisschen zwei, drei strittige Situationen gegeben. In engen Spielen kann es das halt gehen. Und Schiri hat dort, glaube ich, ein bisschen nicht so gut ausgesehen. Aber das will ich jetzt nicht antonen. Ich will jetzt Lugano den Sieg gönnen. Mal schauen, was jetzt im Finale, im HCC-Finale machen, wo übrigens ein Tag nach dem Swiss Bowl stattfindet, was ich ein bisschen absoluter Witz finde. Ich will jetzt heute nicht anfangen kritisieren und auch nicht hässlich werden. Ich bin sehr relaxed, ich habe ein paar sehr schöne Ferientage hinter mir. Aber ein Tag nach dem Swiss Bowl, ein HCC-Finale. Du hast es gerade angesprochen, also Langenthal, vielleicht im zweiten Halbfinale, gewinnt gegen immer deutlich 28-0 qualifiziert sich. Und eben der Final, der wäre eigentlich für eine Woche nach dem Swiss Bowl angesetzt gewesen. Jetzt auf der Safe-Seite sieht man, der ist ein Tag nach dem Swiss Bowl findet der statt. Ja. Also soll ich zuerst Spiel analysieren? Weißt du etwas vom Halbfinal vom zweiten, Langenthal? Weiß ja. 28-0 ist natürlich ein Stück höher, als was Emma verloren hat im Regular Season Game. Mhm. Leider haben sie ein bisschen, wie wir gelesen haben, ein bisschen Berg mit Leuten, Emma. Das hat sie jetzt auch eingeholt. Und auch wenn sie ein großes Kader haben, sie auch, man darf es fast nicht sagen, also nicht wegen Emma, aber man darf es fast nicht sagen, dass man ohne, dass man geschlachtet wird. Corona ist zurück, ob man es will oder nicht. Es sind ein paar Corona-Fälle im Team, wo Corona-krank sind, das höre ich gar nicht gerne, so Sachen, da kriegst du wieder Erinnerungen. Gut, wir haben eine Küste nicht gehabt, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben ein paar gefällt, haben aber trotzdem einen Fight gemacht und schlussendlich 28-0 verloren, auch keine Punkte angekriegt. Mhm. Also Langenthal ist jetzt wirklich in Form gekommen, die ersten zwei Spiele verloren, nachher alles gewonnen und sind in Form, ohne ihren Headcoach, wo eben mit der Schweizer Nazi ist, gell? Mhm. Also ohne ihren Headcoach. Haben sie 28-0 gewonnen und gratulieren wir auch an Langenthal für den Finaleinzug gegen Lugano. Und möchte aber auch immer. Oder? Und jetzt das Heimspiel. Das Heimspiel, ja, weil sie natürlich top-seeded sind. Mehr, ja. Weil jetzt Schaffhausen los ist, haben sie das Heimspiel. Und, aber bevor wir zum Landen kommen, möchte ich auch noch immer gratulieren. Das zweite Jahr in der Liga, bis ins Halbfinale. Guten Kampf gemacht, verloren. Auf die Zukunft kann man, glaube ich, mit denen rechnen. Ja. Sehr gute Saison, 8-3 Saison, sehr gute Saison natürlich. Für das ist wirklich, also 8-3 und vor allem darf man nicht vergessen, 13 Spiele. Mhm. Also nicht 13, wenn du ins Finale kommst in der Nazi, dann kommst du auf 13 Spiele. Mhm. Wenn wir da reden, Bonkers sind auf 15. Wir reden da von der dritthöchsten Liga. Mhm. Langenthal mit dem Relegationsspiel kommt ja dann auf 13 Spiele. Mhm. Sehen wir es recht? 10, Halbfinale gibt 11, Finale gibt 12, Relegationsspiel gibt 13.
Das ist eins weniger, als das Broncos gespielt haben, das Jahr von Nazian, wo Trophys drin haben und alles. Und wir reden von der tiefsten Liga in der Schweiz. Die haben also mehr Spiele als die anderen. Auch dort muss Zaf vielleicht einmal drüber gehen, über das Ganze. Weil das ist natürlich dann fast nicht, also es ist schon zumutbar, aber bei den Broncos oder den Nazian ist es mehr, weil du hast Profis drin, du hast ein anderes Umfeld. Wir reden doch von der tiefsten Liga, nicht von der Nazi B, sondern von der Nazi C. That's a lot of games, 13 games. Gut. Ja, ein Tag nach dem so Super Bowl, da schießen sie sich der Verband ein bisschen selber. Erstens einmal werden Langenthal und jetzt halt Lugano, auch wenn es Emmer gewesen wäre oder Schaffhausen. Teams kommen immer ein paar an Swiss Bowl, meistens, jedes Jahr, siehst du immer dort. Die werden sicher nicht kommen. Die müssen sich auf das Spiel vorbereiten, auf den nächsten Tag, ihres Finale. Oder? Die müssen sich auf das vorbereiten. Jetzt hat man das ja so angesehen, jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich letzte Woche gesagt habe. Highlight des Jahres. Wenn man es jetzt schon einen Tag später ansetzt, wieso hat man nicht das als Vorspiel genommen? Das Nazi-C-Finale. Weil das haben doch beide verdient. Sie sind im Finale, als Finalspiel, anstatt mal Relegationsspiel. Wir haben es tausendmal angesprochen, wir werden es nicht mehr. Aber es ist einfach, dass man das mal denkt in Zukunft. Also ich hoffe, die Junioren dürfen dann in Zukunft das Vorspiel machen, aber trotzdem, Nazi-C wäre doch jetzt wirklich schön gewesen, hätten die das kann. Jetzt haben die einen Tag später ihres Ding. Wer die Reste der Schweiz, wo zuerst Swiss Bowl gehen auf Grenchen, werden die noch ein Nazi-C spielen, warum sollte ich? Final. Wenn es eine Woche später wäre, einer, ja, hey, es ist nochmal ein Final, kommen wir schauen, es ist das letzte Spiel vom Jahr, außer das Relegationsspiel ist ja dann noch später. Jetzt ist es so, ich verstehe nicht ganz, wieso man das so angesetzt hat. Vielleicht ist es auch schon so immer gewesen. Aber ich habe immer gemeint, eine Woche später, das haben sie jetzt erst so gesetzt, oder? Habe ich auch Machen wir das gemeint. Und schon. eben auch, du hast gesagt, eine Woche später ist ja dann noch das ominöse Relegationsspiel, wo dann der Sieger von Nazi C gegen den letzten von Nazi B spielt, wo man aber noch nicht genau weiß. Das wird Eigentlich es müsste nicht es geben. Freiburg sein, eigentlich müsste es Freiburg sein für die Tabellen, aber Genf könnte sein, weil ja sie da mit den Junioren, die Geschichte ist immer noch hängig. Also, eben du sagst, das wird es nicht geben. Gehst du davon aus, dass man das. Ich wette nicht mehr um Pizzas und so. Das hat man letztes Mal gesehen, weil sonst kommen sie wieder mit dem Richter und dann habe ich verloren. Aber ich sage jetzt, muss wieder mal einer von Coach Haas in der Meinung, wo dann die Hälfte wieder sagen, ah, der mit seinem Ding. Ich sage, es wird gar kein Relegationsspiel geben. Wir sehen, Freiburg würde da antreten, Genf würde da antreten, es wird keins geben. Also geniessen das Wochenende nochmal, das wird das letzte Wochenende sein, bevor für den Football von das Jahr, bevor dann du 16 anfängt. Aber es wird ganz sicher kein Relegationsspiel geben. Also können wir Hassi-E-Mails schreiben, wenn es eins gibt, aber es gibt es wird keins Gut, geben. wir haben ja Bin schon mir über das sicher. geredet und fragt sich dann auch, was es für Sinn macht, das Relegationsspiel. Wenn es ja sowieso an Bedingungen geknüpft ist, ob man aufsteigt oder eben auch nicht an Bedingungen, oder? Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal besprochen, dass dort wahrscheinlich zuerst mal müsste der Rotstift angesetzt werden, wer Genau, spielt in der Liga, oder? und wenn du kein Junior mehr bräuchtest, so wie wir gesagt haben, was vielleicht besser wäre in der ACB, weil du hast ein riesen Zeug, dann könntest du wirklich die Teams so wenn du auf den ACB auf und dann hast du auch nicht mehr so viele Spiele in der ACB, was wir jetzt gerade vorne gesagt haben. Dann kannst du Langenthal, von mir aus Langenthal, aber sicher Schaffhausen aufschicken. Dann hast du zwei starke Teams nochmal in der ACB, was es super spannend machen wird, ACB. Du hast gegen Freiburg vielleicht aber oder Freiburg, wenn sie oben bleiben, und machst ACB wieder attraktiver mit mehr Teams, mit Stärke und dort ein bisschen ansetzen. Und vielleicht sagen halt Loren, bitte, dass er Junior haben, aber wenn sie es nicht haben, nicht gerade abschicken oder nicht gerade Ding. Und vielleicht St. Gallen am grünen Tisch auf, was weiß ich, es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht muss man langsam wirklich mal wieder in Österreich und so, und in Deutschland machen sie jetzt geschieht, glaube auch, oder nächstes Jahr an die Franchise League denken, dann immer so auf ein Abstiegsstück, sondern wirklich, wenn die rufen, haben die Leute, kommen auf, so wie die Liga Junioren, wie man sieht, oder? Und dann eine Franchise League draus machen, ist vielleicht besser, weil ich schon Fuß und lange Tag hören, glaube ich, nicht in der CC, vor allem schon Fuß nicht, wenn wir nicht diskutieren. Auch wenn sie jetzt verloren haben, ja, sie haben verloren, aber die können in der ACB fertig Schluss. Ja. Gut, Coach, Haufen Football gespielt worden. Es wird langsam nervös, ha? Weil jetzt geht es ans Eingemachte. Nächstes Wochenende, das Wochenende ist es soweit. Und das heisst, wir kommen jetzt zu den Predictions.
Und Ich darf nicht mehr, ich darf keine mehr falsch haben. Das habe ich mehr als meine 15, die ich gesagt habe. also ist es, du bist 3 und 2 gegangen das Wochenende, du hast den Luzerner Tipp verhauen und du hast Schaffhausen Lugano falsch tippt. Was ist mein Rekord jetzt? Was habe ich für Mein Rekord ist 67 und 15. Du hast deine 15 lassen und es sind noch 3 Tipps offen von dem Wochenende. Das heisst, du musst an der Feier gehen das Wochenende. Sonst bist du Loser of the Season. Erstens mal habe ich die 15 selber mir als Maß gegeben. Nicht du und nicht jemand anderes. Ich habe mir die 15 ja, als Maß gegeben. Wenn du natürlich den Maßstab setzt, dann kann man die auch mal messen, oder? Ich bin kompetitiv, ich brauche irgendeinen Maßstab. Aber ich meine, ich bin 67 in 15. 67 in 15. Ist nicht das so muss man dann das erste Mal. Also ist es ist 82% richtig, das ist okay. Also über ja, und das wird jetzt noch besser mit meinem nächsten Drehpunkt, wenn ich über 90. Und dann, wenn ich über 90 bin, hast du ja gesagt, kriege ich 15.000 Franken Bonus. Daher werde ich jetzt sicher der richtige für den nächsten Dreh. Gut, wenn du über 90% bist, kriegst du. Aber gut, kommen wir zu den Tipps, weil das sind drei ja, Spiele, haben wir sie angesprochen. Wir fangen jetzt mal mit dem an, wo das letzte stattfindet. Dann machen wir Sonntag. Nazi C haben wir jetzt gerade geredet. Langenthal gegen Lugano. Gelingt es den Rebels nochmal an so einen Husarenstreich wie letzte Woche? Nein. Wird es nicht. Lugano daheim in ihrem Schor, nein, das Hockeystadion, in dem Stadion, wo sie spielen. Langenthal. Sind on fire. Langenthal wird gewinnen. Lugano super, aber wenn es wieder mit 20 Nasen aneinander kommen, könnte das sogar ein hohes Ding gehen. Jetzt, wo ihr Headcoach wieder zurückgestellt hat, No Mercy, das könnte sogar ein sehr hohes Resultat gehen. Langenthal, ich hoffe, ich werde gehen, weil es ist am Sonntag. Langenthal gewinnt und wird Nazi C Meister. Okay, also sicher gratuliere auch Lugano zu dem Ding. Aber ein bisschen schade ist es halt gleich. Ich hätte halt gerne den Langenthal Schaffhausen-Final. Der wäre halt schon schön gewesen. Aber oh Gott, sie haben fair and square gewonnen, Lugano. Und darum muss man nicht mehr da über das nachdrücken. Das ist so, und das ist sportlich und das ist passiert und fertig, Schluss. Und das ist, ja, eben, kann man nicht mehr nachdrücken. Gut, erster Tipp notiert. Zweiter Tipp, am Samstag Nachmittag in Grenchen, am großen Swiss Bowl Saturday in Grenchen, Relegationsspiel zwischen den Eisen 9 Zürich Renegades gegen 10 und 1 St. Gallen Bears, Nazi A gegen Nazi B, dein Tipp, Coach. Hat man, glaube ich, schon ein bisschen näher vorhin von der Analyse, die ich gemacht habe. Mhm. Ich gehe da mit Zürich. Ich gehe da mit Zürich, vor allem wird die Defense, was sehr gut ist, und Gallen wird überrascht, wenn einmal ein Amerikaner, der ein Division 1 Quarterback ist, auch wenn er 39 ist, wenn der die Welle raushaut, ist es trotzdem noch ein Unterschied zu Nazi B. Und da die Offense, was in Gallen, die wir schon besprochen haben, wird wenn die nicht, wenn die wieder so spielen, wird das nicht gegen Zürich. Zürich bleibt in der Nazi A und Zürich wird das Höhle so ein Spiel gewinnen. Okay, ist notiert. Ja, der Swiss Bowl. Gallando Broncos, Bern Grizzlies. Wir haben lange darauf gewartet. Wir haben das sicher favorisierte Tipp von Anfang bis zu jetzt. Bevor wir vielleicht zu den einzelnen Matchups kommen, vielleicht zuerst einmal ja, so ein bisschen deine Vorschau zu dem Spiel. Was erwartest du, gibt es für ein Match? Ich erwarte, dass es eine Schlacht gibt. Sie werden ihr Spiel aufzwingen, Bern. Das Spiel, das man das ganze Jahr gesehen hat, das schon letztes Jahr gebracht hat, das Jahr, seit der Clark dort ist. Sie werden versuchen, dass Broncos ihre Leute in die Box hineinbringen, um das zu stoppen. Und nachher werden sie dort die Corners angreifen und Safeties angreifen mit Kurzpassspiel und ab und zu mal ein Langs. Du hast nicht viel mittlere Route gesehen, du hast viel Kurzes gesehen, viel Langs. Und eben viel läuft, das wird der Gameplan von der Offense sein. Und einfach ihr zermürbendes Spiel, um die Spieler Mühe zu machen. Es wird sehr, sehr heiß am Sonntag, was ich gesehen habe, jetzt am Samstag in Vorschau. Bis zu 38 Grad hätte, glaube ich, sogar 36, 38, je nach App. Das zermürbt, ich denke schon. Und von der Broncos. Also das Gefühl hatte die Saison, siehst du es auch so, dass man Bern hat in dieser Saison an ihrem Passspiel gearbeitet,
weil sie diese Dimension Anfang der Saison noch nicht hatten. Oder? Und jetzt ist es nochmal eine andere Offense als Anfang der Saison. Ist das auch so? Ja, das macht sie so noch mehr unberechenbar. Weil jetzt, am Anfang hat man gewusst, die ersten paar Spiele, sie haben zwar schon probiert, passen, aber dort hat es noch nicht funktioniert. Das haben wir gesehen. Und jetzt ist einfach, können sie noch die Dimension auftauchen und können jetzt auch noch passen. Receivers laufen, Routen fangen und machen, so, das macht so viel schwerer für die Defense. So viel schwerer. Du kannst nicht nur denken, okay, sie kommen jetzt dritt und viert, jetzt kommen sie wieder durch die Mitte. Entweder der Bumwenji kriegt den Ball oder der Gott selber. Nein, plötzlich passen sie auch bei dritt down. Und jetzt musst du auf das auch noch, also musst du jetzt trotzdem die Leute rausziehen, um die Spread zu decken. Ja, das ist sehr, sehr gut für Bern und Das wird wirklich ein lässiger Matchup. Da wird so viele verschiedene Matchups haben. Spannende Matchups, oder? Auch die Linebackers von Bern, die so gut sind. Wir werden mit dem Hamilton, mit dem Ergate, mit dem Belgier, mit all denen umgehen. Ja, wir werden die Teams von Bern, die sehr stark sind, wir werden die mit den eher unerfahrenen Receivers jetzt, aber auch der Boller und jetzt auch noch über der Safety spielt, was werden sie dort machen. Es gibt ein paar ganz gute Matchups. D-Line von Bern gegen die O-Line von Broncos. Wir haben gesehen, die zwei Regular Season Games, was das für geile Matchups gewesen sind. Wirklich lässige Matchups. Ich nehme an, in meiner Prognose nehme ich an, dass Bern mehr blitzen wird, als was sie gemacht haben gegen im Regular Season Game. Dort hat es nicht so viel blitzt, oder? Ich meine, vor allem in Bern in dem Spiel, ich bin gerade dort gestanden, dort gesessen, gerade nicht auf der Haupttribüne, auf der anderen Tribüne, bist gerade auf der Höhe vom Feld fast, hast du es gesehen, haben sie nicht so viel, ich glaube, sie bringen ein bisschen mehr Blitz, weil sie wissen, get Chase Andrews out of the pocket, lassen ihn rennen, blocken das Outside-Container und dann kannst du den Container, weil dann kann er auch nicht rennen. Wenn du aber nichts bringst und so und er geht schnell aus der Pocket aus, er ist nicht einer, der lange in der Pocket bleibt. Wenn er geht, dann, wenn er gehen muss, weil die Receivers deckt sind, dass dann wirklich dort die Leute dort sind. Das ist so ein bisschen ein Gameplan, wo ich gesehen ist natürlich, wird natürlich anders sein, weil ich bin natürlich da nicht involviert. Das ist einfach das als Ausstehender, als Experte, was ich da gesehen, was da passieren wird. Aber du kannst ganz sicher sein, dass Bernie als ihres, die werden dann nichts Neues machen. Die werden ihre Läufe bringen, so wie bis jetzt immer. Smash Mouth through the middle, durch die A-Gaps und vielleicht einmal ein Keep. Sind die ganze Saison nicht shoppen gewesen und sie gehen sicher als Favorit in das Spiel. Was müssen denn Broncos machen, um eine Chance haben gegen Grizzlies in dem Spiel? Sie müssen ein Mittellinebacker haben. Sie spielen ja ein 3-5 irgendetwas. Mhm. Sie müssen die Mitte zumachen mit ihren zwei Mittellinebackers und sie müssen schauen, dass der Rex Downside hat. Downside Contain hat, was er auch immer hat. Sie werden wahrscheinlich wegrennen auf ihm Bern. Und dann haben sie eine Chance, wenn sie die Mitte wegnehmen. Das hat letztes Mal der Ausschlaggeber gewesen, vor allem in Bern, das Spiel in Bern. Dort sind sie ein paar Mal in der Situation gewesen, dritt so näher etwas und sie haben jedes Mal das First Down rausgeholt, Bern, und jedes Mal ein Lauf durch die Mitte. Mhm. Es ist easier gesagt als gemacht, um das zu stoppen, aber so muss es eine Lösung geben. Es ist nicht so, als könnte man das nicht stoppen. Man kann es stoppen, ja. Man muss tief deckeln, das ist wichtig. Es nützt nichts, hochdeckeln und versuchen, Hitsticks zu landen. Im Football-Regeln sind so, wenn er über den Boden ist, spielst du fertig. Mhm. Egal, ob es ihm weh macht oder nicht. Geh tief rein. Geh nicht mal Clark tief, also nicht in die Knie, sondern schön um die Hüfte tief rein. Clark musst du nicht hoch annehmen und nachher nimmt er dich noch 4 Yards. Mhm. Low-Tackling, Swarm-Defense und dann haben sie eine Chance, wenn wirklich swarmen. Weil wenn sie nicht swarmen, der Clark kann durch zwei Leute durchrennen. Die müssen swarmen und dort so machen. Und das Gleiche ist mit dem super Running Back, was haben. Sorry, ich kann seinen Namen, ich rede immer, ich kenne ihn gut, aber ich sage immer den Namen falsch. Aber das ist ein super Running Back. Und die zwei sind einfach ein super Duo, oder er und der Running Back. Und Broncos, die müssen jetzt schauen, dass das auch die gestärkten Receivers im Griff haben. Wenn du schon fragst, was Broncos anders machen müssen. Also gegen den Pass wird anders gehen als die letzten zwei Mal, was sie gespielt haben. Mhm.
Ja, es ist eine schwierige Aufgabe für die Broncos, muss ich gerade ehrlich sagen. Und ja, das müssen sie anders machen. Und in der Offense müssen sie punkten. Sie dürfen nicht Bären wegholen, dass das Defense vielleicht einmal einen Stopp hat und das Momentum zurückgeht zu den Broncos, oder? Wenn aber Broncos viel Three-and-Outs haben in der Offense, gibt es natürlich viel mehr Chancen für Bären mit ihrem Laufspiel. Und das ist zermürben und das macht die müde. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass Broncos so spielen wir gegen Gladiators mit einem super Mix zwischen Pass und Lauf. Das ist halt keep burn defense real. Also, weißt nicht, dass nicht können irgendwie 8 Leute in die Box stellen oder vielleicht sogar ein Nickel-Pack gegen den Pass tun, sondern wirklich schön können wechseln, abwechseln. Das ist wichtig. Darum sage ich, das wird ein gutes Spiel, das wird ein guter Matchup, es wird spannend. Ich bin mir sicher, der Coach, der Rason, macht die mit, es wird so, schickt dort Leute rein, vielleicht schickt dort auch seine 2 Outside, der Nico oder all die anderen Linebackers, und machen dort den Edge zu. Aber dann hast du durch die ganze Outside offen. Ah, es sind so viele Possibilities und so viele schwierige Sachen. Es kommt auch das Personal drauf an, was du hast, oder? Und sie haben eine gute D-Line, Broncos, mit ihren 3 Leuten. Aber wenn du viel blitzest mit 3, du hast halt viel Blitzen, wenn du 3 Liner hast oder du blitzest ein falsches Ding rein und dann ist die andere Seite off. Ja, das hat man jetzt auch gegen die zwei langen Läufe, die Gladiators gehabt haben, sind beides mal gewesen, weil es Blitz in das falsche Loch hineinblitzt. Das ist natürlich auch jetzt eine Glückssache, gell? Der Offense-Koordinator weiß natürlich nicht, wo der Blitz angesagt ist. Aber wenn das passiert ist, der einzige da 25-Yard-Lauf, wo Gladiators gemacht haben, ist ein Doppelblitz gewesen. Und das ist genau dort in das Gap hinein, wo der eine weg nicht ist, sondern erst ins andere hinein. Ja, ich sehe, was meinst du? Siehst du es auch jetzt so? Oder was siehst du? Was siehst du Ja, der Matchup? also ich sage genau, du bist natürlich gezwungen als Defense, du musst das Laufspiel einmal stoppen von Bern. Oder bremsen, stoppen kannst du das nicht. Du Nein, kannst nicht stoppen den kannst du nicht. Bogen unter klar ganz stoppen. Aber wenn du die Wild rennen lässt, dann ist es over. Das ist jetzt meine Meinung, aber Aber das lohnt sich noch nicht. das werden sie auch versuchen, das ist ganz klar. Und darum ich glaube, der Matchup, wo du sagst, dass einfach DBs werden mehr on an Island sein gegen ihre Receiver. Und dort wird der Match vielleicht auch entschieden. Und wie immer halt in einem Finale sind so Intangibles wie Turnover-Battle wird entscheidend sein. Es werden Penalties werden entscheidend sein. Oder wer ist disciplined, wer ist composed, wer macht Turnovers wird es nicht viel geben. Plays. Aber das könnte dem vielleicht schon noch einen Ausschlag geben. Ja, nicht vielleicht, das gibt einen Ausschlag, da hast du genau recht, bin ich deiner Meinung. Aber ich glaube, es wird fast keine Turnovers geben. Was man nicht vergessen darf, im Gegensatz zum Halbfinale, sie haben einen Ami-Import-Cornerback, wo im Practice-Squad für die NFL war. Sie werden der auf der besten Receiver für der Broncos tun. Wer auch immer sie das nennen werden, dass das der sogenannte beste Receiver für der Broncos ist. Und die anderen müssen den Step-up machen. Weil wenn du den besten wegnimmst, dann müssen die anderen 2 wirken. Weil sie haben die anderen DBs sind nicht genauso gut, aber sind auch sehr, sehr gut, oder? Das ist natürlich dann auch der Unterschied zwischen dem Gladiator-Spiel. Dass du jetzt wirklich 4 sackstarke DBs da draußen hast. Also, ja, das ist. Ja. Und ich glaube nicht, dass es viel Turnovers gibt. Ich glaube, es wird wirklich am Schluss ja, entscheidend sein, wie stoppen es der Clark. Der Clark und der Mumonki stoppen und dann, das sind die 2 Sachen. Das ist der einzige Key. Das Passspiel ist nicht der Key zum Stoppen, sondern wir stoppen es die 2. Und dann nicht vergessen die O-Line, oder? Ich meine, von Bern. Nochmal, die beide, D-Line und die O-Line. O-Line von Broncos ist seit Jahren stark, das wissen wir. D-Line von Bern ist sehr stark. Auch ohne Henny immer noch brutal mit all den Leuten drinnen. Linebackers mit dem Burian, mit all denen. Meine Güte, das ist one hell of a team, was die dort haben. Wenn wir schon reden, mit ja, sportlich ist sportlich. Man muss es gewinnen, zum Meister werden. Persönlich finde ich, Bern hat es natürlich super verdient, das Jahr zum Meister werden. Schon leider der Saison. Aber mit dem können sie sich jetzt nichts kaufen. There is no tomorrow. Es gibt noch ein Spiel und dann ist fertig. Und dann ja noch 2 Nazi-Spiele im Herbst. Aber es gibt noch ein einziges League-Spiel das Jahr. Und es wäre natürlich schon geil, das gewinnen und noch undefeated zu nehmen, zu Bern wirklich gönnen. Das muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Nicht, abhand vom Analysieren vom Spiel möchte ich einfach sagen, ich würde es Bern wirklich auch gönnen, obwohl ich natürlich bei Broncos sehr, sehr viele Teils der Broncos habe, von früher noch nie am Kur bin. Aber
so wie die das Saison gespielt haben, hätten sie verdient. Aber es ist immer noch Sport, du musst es gewinnen. Mhm. Du musst das Spiel gewinnen. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Was ist dein Call? Natürlich Bern. Das habe ich auch von Anfang an gesagt, ich ändere das jetzt nicht im Finale. Seit der Preseason sage ich Bern und dann vor allem nach der Saison, die die gezeigt haben, kann ich jetzt einfach nicht, also will ich auch nicht, aber könnte jetzt auch einfach nicht umwechseln und sagen, Broncos sollen das gewinnen. Sie sind ihren Broncos gesehen, sie sind ein sehr, sehr, sehr gutes Team, sehr erfahren, aber auf einzelnen Positionen, die wichtig sind, sind sie einfach zu unerfahren und auch verletzt, weil die Leute fehlen und das wird nicht lange gegen Bern. Es wird ein gutes Spiel. Ich glaube, es sind beide Spiele, die dort am Sonntag, Samstag stattfinden, gut. Aber Bern wird Meister, Bern wird Vierer. Am Schluss, zu Recht, prove me wrong, Broncos. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber wir haben ja nochmal eine Show, wir können das analysieren und dann gratulieren auch dem Zweitplatzierten. Aber du wirst natürlich auch dort sein, oder nicht mehr? Selbstverständlich, ja. Das lasse ich mir ganz sicher nicht entgehen. Weil es wird so oder so, also wenn jeder Football-Fan das Spiel, das musst du sehen. Und bitte nicht euch zu bequem machen, daheim einen Stream das schauen, wenn man das live kann schauen, weil es ist wirklich ein extrem High-End-Battle, wo man dort sieht, auf allen Positionen. Also es wird, ich glaube, es wird ein super Match, es wird ein super Spiel. Und keine Mannschaft von denen wird aufgehen. Also es wird nicht irgendein Blowout geben, wo die eine Mannschaft foldet oder so. Darum glaube ich, das ist wirklich sehr sehenswert, wenn man dort vor Ort hingeht. Dazu möchte ich noch sagen, und ich bin da schon lange dabei, wie du auch, und auf allen Levels, heutzutage gibt es auf allen Levels einen Stream. Du kannst sogar schon bei den Pee-Wees kannst du Streams schauen und musst nicht gehen. Und ich habe schon viel Stream geschaut, aber es gibt nichts, wird es richtiger. Dort sein, egal was es ist, auch wenn es einen Stream hat. Und auch wenn ich jetzt einen Stream kommentiert habe und Native so einen guten Job macht und alles. Und es gibt ein paar, die einfach nicht gehen können, weil es schaffen oder so, für die ist das da. Aber schon allein Highschool, wenn du dort gehst, du siehst schon im Fernsehen, zeigen sie so von mir aus einem Stream, es sieht geil aus, aber dann gehst du dort und du siehst eigentlich die Atmosphäre rundherum, wie lässig das ist. Ich bin ein paar Spiele gescoutet, das Jahr Highschool letzte Saison für das College aus. Und wir dürfen am Spielfeld ran, sie werden so Pass, gerade die Atmosphäre und alles. Und das Gleiche ist in der Schweiz, wie was ich jetzt gehört habe von St. Gallen. Im Lehrerfeld, wie lässig das war, eben von meinen Kollegen. Sie haben gesagt, das Spiel ist dann langweilig gewesen. Daheim würdest du jetzt den Stream abstellen, wenn es langweilig ist, so wie wir Schweiz-Deutschland abgestellt haben. Aber wenn du im Stadion bist, auch wenn das Spiel nicht so interessant ist, dann sind noch die Leute, die du kennst, du kannst noch dort, du kannst eins trinken, du kannst ein Würstchen essen, du kannst ein Lässig haben, du kannst einen Football-Stand, Merchandise kaufen und Zeug. Stream ist immer wirklich gut, auch wenn du jetzt mal in Lugano wohnst und nicht gerade wegst, ufer dort. Ich rede jetzt nicht vom Swissball, aber im Regular Season Game jetzt. Du kannst jetzt nicht gerade auf Bern fahren, zum Bern gegen Broncos schauen. Swissball einmal im Jahr kann man das. Es ist ein Fest. Die ganze Football-Schweiz sieht sich dort. Die meisten werden dir Ciao sagen, andere werden sagen, du bist ein A. Eben ja, aber zu mir, nein. Aber es ist gut. Man sieht wirklich alles und man freut sich. Ich habe mein Ticket schon gekauft. Ich gehe zusammen mit dem Sven und mit dem Paul, unserem Quarterback. Wir gehen zu dritten, wir hocken ins Auto, fahren nicht ab, wir freuen uns jetzt schon. 30 Franken, ja, man kann sagen, es ist viel. Der Verband muss auch Geld machen, dann müssen ein paar Leute zahlen, das ist nicht billig. Und kommen dann spielen, kann ich auch noch sagen. Es wird das und vor allem ein lässiger Venue. Grenche ist wirklich ein lässiges Googlen, das Stadion einmal. Ich habe dort schon mal gespielt, das ist wirklich unlässig. Und sie werden etwas aufbauen. Also ich weiß, der Verband baut dort etwas super auf. Und dann sehen wir mal wirklich, wenn die noch nicht sind, wie lässig so ein Spiel live ist und gesehen. Und wie du gerade gesagt hast, es ist anders als im Stream. Und lasst euch das nicht in den Garten fahren, wenn es länger ist, ist es Samstag. Sonntag könnt ihr rauskommen. Also ich finde auch, das hast du super gesagt, gute Promotion gemacht. Wir kommen ans Spiel, es ist um einiges besser als im Stream. Der Highhawk auf dem Couch mit zwei Kollegen. Und der Stream kommt einfach die Atmosphäre, jetzt nicht native, aber auch wenn es im Fernsehen kommt, wenn die live im Fernsehen schaust und du gehst, ist es, du schaust es so, aber dann gehst du selber auf Düsseldorf oder Bochum jetzt, Bochum ins Stadion schaust, Shrine Fire, ist ein riesiger Unterschied, ob du dort hockst in Bochum oder ob du daheim schaust im Fernsehen. Das kann ich einfach nur so sagen. Das ist ganz klar, ja. Und es ist der beste Football in dem Jahr in der Schweiz, also auch für alle vielleicht jüngere Spieler, Nachwuchsspieler oder Spieler aus der tieferen Liga und so weiter, gehen vorbei, schauen euch das an, dorthin, wenn ihr kommt
oder? Das sollte ja eigentlich auch das Ziel sein von jedem Fußballspieler in der Schweiz. Das muss das Ziel sein. Und das ist, ich weiß noch früher, auch wenn wir mit dir zusammen gespielt haben, wo wir das Finale nicht geschafft haben, das hat es ab und zu gegeben bei den Broncos, wo wir es nicht geschafft haben. Und dann ist man trotzdem ans Spiel gegangen, hat gesagt, zumal jetzt noch keine Streams gegeben, es ist noch nicht so lange her, es hat noch keine Streams gegeben. Mhm. Und dann ist man dort gewesen und dann haben wir einfach gesagt, nächstes Jahr will ich wieder in das Finale. Das ist einfach geil gewesen, wo du dich siehst. Weißt du, was das Gefühl ja, war? Du bist dort am Schauen gewesen und dann hast du gesehen, Zürich gegen Bern oder wer auch immer, du sagst, nächstes Jahr will ich wieder. Und das muss bei den Junioren genau gleich sein, die werden jetzt einfach sagen, ja, ich will dort ins First Team oder genau, spielen. Und auch noch, jetzt gleich noch ein bisschen Nostalgie, oder? Früher alle mit ihren Lieblichen und mit ihren Ding. Machen das, oder? Representen euren Club, das ist cool. Das ist cool, wenn man dort sieht, Jersey von weißen Gucker von allen Teams, oder? Representen euren Club, gehen dort hin. Das ist eine Sache, oder? Früher hat der Verband und Dieter Witschi jahrelang hat jeder Verein 30 Tickets gekriegt. Also kaufen müssen, du musst 30 Tickets abkaufen. Mhm. Entweder kaufen Spiel oder kaufen Fans oder es kauft niemand. Aber dann hätte es ein Verein müssen zahlen. Mhm. So hat es weniger Club gegeben als jetzt. Sagen wir, 18 Club hat es gegeben. Also 18 haben, fragt mich jetzt auch nicht rechnen, ich mag jetzt nicht rechnen. 18 haben die 30, haben die 30 Billet gekauft. Okay? Und somit hast du schon mal, was gibt 18 mal 30? Müsstest du jetzt auch nicht gerade rechnen. Wie viel? Nein, ich weiß genau so, du hast einfach einen Stamm von Leuten, ja. Und zwar von allen Clubs in der Schweiz sind genau. Gewesen, oder nicht nur einfach Finalteams. Und dann hat jeder gesagt, okay, die 30 Franken zahlen, und dann haben viele auch einen Bus gemietet und sind dann mit dem Bus gegangen, wie haben wir das mit den Broncos gemacht, ja. So einen Bus gemietet, sind dann die Spiel, auch noch, wo wir Nazi B sind, zum Swiss Bowl, das ist ja fest gewesen. Wir haben alle unsere Broncos, Hotel Schwendt Broncos Restaurant, alle IBAK, sind dann da, und dann hast du andere Teams gesehen mit ihren College-Jacken. Das war schon noch lässig dazu mal. Und das sollte man jetzt auch wieder ein bisschen aufleben, statt einfach nur daheim auf dem Couch sitzen und nur reklamieren, aber das und das und das ist noch gut, das ist noch gut. Geht dort schauen mit den Leuten, es gibt sicher ein paar, die kennen, die auch gut haben, können mit denen noch sitzen und lustig haben. Und es ist ein Erlebnis wert. Ich freue mich brutal, ich gehe beide Matches schauen, ich freue mich wirklich, wenn nochmal etwas. Und ja, und das ist mir die 30 Franken auch wert. Absolut. So, dass der Werbespot, aber der verdiente Werbespot, der Fußball. Ja, muss man sagen. Wenn wir eben denkt, es gibt keinen besseren Tag als ein Swiss Bowl-Tag, um das auch zu zeigen. Und das Wetter wird gut sein, es wird warm, es wird alles. Es gibt, glaube ich, Stände, wenn sie Stände machen. Und das ist, eben, dann kann man sich auch mit NFL-Fan hier einkaufen und alles. Und es ist, also für die, die die Show zuschauen, Titi und ich werden dort sein. Könnt uns entweder ein Schwind ins Gesicht geben oder uns Hallo sagen, etwas vorbei. Schwind bitte am Robin, mir bitte ins Bier, das ist okay. Ja, gut. Und nein, nochmal danke dir auch für alles. Ich meine, du machst super Werbung für das Football und bist sehr neutral, muss man jetzt auch mal sagen, obwohl, das hat ja gegeben, heute ist ja ein Media-Ding von Broncos, aber du unterscheidest zwischen nach dem Spielbericht und da ist im Skype Showdown. Und das haben auch viele Leute schon angesprochen, dass das super ist. Ich meine, wir kriegen immer wieder Lob, wir kriegen auch Kritik. Das ist auch super so. Ich kann im Gegensatz zu anderen Kritik gut einstecken und lernen daraus. Aber wir kriegen auch Lob. Und das muss ich dir jetzt einfach mal weiter sagen, auch wenn man noch eine Sendung haben, dass du machst das wirklich super. Weil es ist nicht Bias, wie man es auf Englisch sagt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Der Broncos Bias. Du hast wirklich alles auseinandernehmen. Und das ist das Wichtige von dem Ganzen. Und das hilft Fußballschweiz auch. Danke, Robin. Ja, bitte. Machen wir doch gern. Oder? Und darum lieben wir doch unseren Lieblingssport alle so sehr. Ja, da jeden Montagabend und mittlerweile 22.43 Uhr immer noch miteinander reden sind und jetzt würde ich sagen, nachdem wir stellen, Mann, wir sind wieder viel zu lang. Aber es ist halt auch einfach cool geworden, über alle Ligen zu reden und man sieht einfach auch, dass überall Herzblut drin ist, auch in der Nazi C genau gleich und die hat es eben auch verdient, dass man über die berichtet, genau gleich. Das finde ich eine von den Sachen, die ich wirklich gut finde. Letztes Jahr, wir machen jetzt schon lange mehr zwei da und man sieht es auch an den Klicks. Wir haben unsere Klicks, die man erwähnt. Wir sind ja nicht klickhungrig, aber wir haben unsere 400, 500, die wir da erwähnt. Vorhin waren es noch 30 gewesen. Die anderen Teams haben es einfach auch verdient, dass man nur über Nazia redet und immer nur 43 Stunden über Broncos. Auch wenn es GR heute ist, das GR heute heißt Graubünden heute, für die, was nicht wissen, und Broncos ist in Graubünden. Aber
Ja, die hat das wirklich auch verdient. Ich meine, Lugano hat es verdient, auch Burger King, Whoppers haben es verdient, um da erwähnt werden. Und weil die machen schlussendlich, gibt es auch drei, vier Leute, die wirklich ihr Herzblut reintun. Das Gleiche ist mit allen anderen Vereinen. Und ich finde, das ist super, dass man das macht. Und sagen mir auch ein paar Leute, die spulen zu ihrem Teil. Das ist auch recht so. Ich meine, wenn es nicht interessiert, aber es gibt auch andere, und da kenne ich viele, die sagen, sie hören das Ganze. Sagen, was du hörst als Nazi C, du spielst in der Nazi A, du bist bei den Broncos. Es gibt ein paar bei den Broncos und die sagen, die hören das Ganze, die hören das. Viele hören es und hören einfach nicht, aber sie tun. Und das ist das Wichtige. Und so wissen die auch von der Nazi C Bescheid. Ich meine, es gibt Leute in der Nazi A spielen, die über den Nazi C mehr Bescheid wissen als andere Spieler von Nazi C, die in ihrer Liga spielen. Also das ist eben schon auch ein Vorteil. Und das finde ich lässig und zeigt auch das Interesse an der ganzen Liga. Und so muss es auch sein. Und das finde ich cool. Das finde ich wirklich gut. Super, Robster. Dann feiern wir uns doch alle zusammen am Samstag am Swiss Bowl in Grenka. Und Und ein Vorteil hat es noch, dass wir nur noch eine Sendung haben, weil am Montagabend kommt immer genau in der Zeit, wenn wir reden, meine Lieblingsfernsehsendung, eine meiner Lieblings-Chicago Med. Und das kommt immer auf SF2, genau wenn wir das aufnehmen und ich muss immer recorden. Und wenn wir jetzt nur noch einmal haben, ab dem kann ich dann wieder normal gehen, mein Chicago Med schauen, ohne dass ich immer muss DVR machen. Das habe ich noch schnell sagen. Ich muss immer noch Okay, am Schluss irgendetwas dazu erzählen. also Darum habe ich in der das jetzt noch Montagabend müssen sind sagen. also auch in Zukunft schon voll verplant. Genau, und Power Lady sucht, kann ich auch endlich wieder schauen. Ja, also gut. Also gut. Coach, wir brechen ab. Ha? Die große Ja. Swiss Bowl-Vorschau haben wir hinter uns. Wir sehen uns am Samstag und dann nächste Woche die große Analyse im letzten Skype-Showdown vom Jahr. Ich freue mich sehr auf den Samstag. Euer Alex gesehen, kommen vorbei, Hallo sagen, vor allem an Titi mal ein Danke sagen. Saturday, big game, looking forward to it. Zwei Spiele, Grinchen. Bis dann, ciao zusammen.